hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Moin und aller herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend wieder einmal in wundervoller christlicher Zusammenarbeit mit meinen beiden Brüdern aus Deutschland, Marius und Gerald, in Sendung Nummer 75-28 der modernen Kriege. Oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Ja, das ist eine interessante Frage. Gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Ich möchte einmal diese Sendung kurz beginnen mit einer kleinen Erklärung und einer kleinen Entschuldigung. Eine Entschuldigung an den Marius. Der setzt sich mit allem Stress, den er hat, doch schon fast ein Jahr lang regelmäßig auf seinen Hosenboden und macht diese tolle Lesung der Vatikan, das 20. Jahrhundert. Und ich habe leider mit meiner beschränkten Zeit nicht die Zeit gefunden, mir die Sendung anzuhören oder anzusehen. Dafür muss ich mich ganz doll bei Marius entschuldigen. Ich habe mir aber bereits seit 14 Tagen ganz doll vorgenommen, das ist ja schon mal was, und diese Sendung als MP3 auf mein Telefon runterzuladen und dann während der Taxifahrt zu hören. Da höre und sehe ich jetzt andere Dinge, wie gesagt, deswegen habe ich es bis jetzt nicht gemacht, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch, was vielleicht hier und da auch ein wenig anschließt an Kreml und Vatikan, die Lesung, die ich im Augenblick mache. Also Marius, nimm bitte meine Entschuldigung an, dass ich das noch nicht gehört habe. Ich habe aber heute ganz kurz in deine neueste Sendung reingehört, die ich gerade eben auf YouTube hochgeladen habe, wie man hier sehen kann. Hier unten, das untere ist es. Der Vatikan, das 20. Jahrhundert, Kapitel 18, die katholische Kirche und der amerikanische Kontinent, Teil 2. Und das andere, was ihr seht, sind meine 13 Lesungen von Kreml und Vatikan, die ich bis jetzt beendet habe. Ich habe diese Woche 3 oder 4 Lesungen gemacht. Ja, 8. Ja, auch so. Bis 29.09. werdet ihr damit vollgedröhnt, wenn ihr das haben wollt. Ich kann euch nur anraten, die Sendung zu gucken. Die machen solchen Eindruck, dass sogar selbst der Gerald für diese Sendung da etwas ausgesucht hat, was ich nicht weiß, was es ist, aber das werden wir dann schon sehen. Also, es ist eine ganz, ganz interessante, wichtige Lesung. Der Vatikan, das 20. Jahrhundert, das Marius liest, Kreml und Vatikan von mir und natürlich die modernen Kriege, wo ich auch immer wieder hinreferiere, wenn ich die Lesung von Kreml und Vatikan mache. Weil schließlich hätten wir das Buch wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn wir diese Sendung der modernen Kriege nicht gemacht hätten. Und wie gesagt, da wollte ich mich bei Marius für entschuldigen, dass ich seine Sendung bis jetzt noch nicht gehört habe. Aber ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen reingehört in die Sendung von heute. Und ich habe festgestellt, dass der Marius enormen Fortgang, ja, das ist flämisch, Entschuldigung,
enorme Fortschritte gemacht hat, in der Art, wie er liest, in seiner Betonung und alles drum und dran, seit dem ersten. Also wenn jemand mal früher die Sendung gesehen hat und gedacht hat, oh, das höre ich mir nicht an, da schlafe ich aber ein, so wie der liest, dann müsst ihr euch das dringend jetzt anhören. Der Marius ist sehr viel besser geworden im Lesen. Es ist halt nicht jedem gegeben, von Anfang an 100% da geben zu können. Also geben schon, aber ihr wisst schon, was ich sagen will. Viel besser geworden, man hört sich das viel leichter an, es ist sehr angenehm zuzuhören, Marius, da wollte ich dir nochmal ein Kompliment machen, dass du auch nicht nur die Mühe machst, sondern auch wirklich das sehr, sehr gut rüberbringst inzwischen. Dass es bei ihm weniger Kommentare gibt als bei mir, das ist wieder eine andere Sache, aber das ist ja auch nicht so wichtig, dafür überlässt Marius das ein wenig mehr seinen Hörern, selbst ihre kleinen Gehirngänge mal anzustrengen und drüber nachzudenken und Verbindungen zu legen und selbst auf irgendwelche Schlüsse zu kommen, anstatt diese Schlüsse bereits vorzugeben, wie ich das oftmals ja tue. Ja, 5 Minuten unnötige Einleitung und jetzt geht's aber los mit meinen beiden Brüdern Marius und Gerald, bitteschön. Ja, dann sage ich mal ganz schnell, bevor der Gerald kommt, guten Abend und vielen Dank für die Blumen. Ja, die Betonung ist schon, wenn man ungeübt ist, schwer und manchmal müsste man eigentlich schon den Inhalt kennen, um dann auch besser betonen zu können. Ab und zu sind die Sätze dann so ein bisschen holprig, weil sie verschachtelt sind. Ja, nicht zu sehr, aber trotzdem ist das so. Ja, ich hatte 2 oder 3 Stellen, wo der Satzbau so ein bisschen ungewöhnlich war und schwierig. Und eigentlich müsste man sich da so ein bisschen im Voraus einlesen, das Ganze verstehen. Und dann kann man erst recht richtig betonen. Aber na gut, das ist mehr oder weniger so ad hoc gelesen. Man macht die Seite auf, lässt es dann halt hier auf dem PC aufnehmen, damit der Zuschauer, in dem Fall nicht nur Zuhörer, sondern auch Zuschauer, auch die Texte selber lesen kann. Also falls ich da irgendwo einen Fehler mache, ein Wort falsch lese oder einen Namen, der jetzt halt nicht aus dem Deutschen oder Polnischen kommt, ganz falsch lese, weil es gibt ja auch französische, spanische und dergleichen Namen, dann kann er selber nochmal da genauer hingucken. Ah, da ist das. Das habe ich ja gar nicht verstanden bei der Betonung, wer das sein soll. Und deswegen wird es da einfach aufgemacht, mit aufgenommen und drauf losgelesen. Und naja, vielleicht mache ich irgendwann mal dann Texte, die nicht so lang sind, weil das sind ja viele Kapitel, viel zu lesen. Bei kleineren Texten kann man vielleicht sich erstmal das erstmal vorlesen und dann weiß man, was was da los ist im Text und dann hat man auch schon einmal gelesen, man hat auch vielleicht schwierige Sätze verstanden und dann kann man richtig betonen, denke ich mir. Also ich bin kein Profi, da bin ich Laie, leider auf diesem Gebiet, obwohl ich als Kind schon mal Radiosprecher werden wollte. Naja, wer weiß. Okay, das dazu und war meine kleine Einleitung. Sei froh, dass du kein Radiosprecher geworden bist. Also die Leute können ja nur noch leid tun. Ne? Aber gut, das war jetzt nur mal laut gedacht. Ne? So, also erstmal hallo in die Runde. Und ja, Jörg hat die Kreml- und Vatikan-Lesung angesprochen. Und die ja jetzt auch mit aufgenommen wird zu der Zeit, wo die Aufnahme läuft. Und Jörg war so lieb, uns und mir die MP3-Datei mal rüberzuschicken von einer der letzten Lesungen. Jetzt war jetzt die 10. Aufnahme. Und da habe ich ein paar so interessante Dinge drin gefunden, die, ja, es gibt ja keine Zufälle, da von Jörg angesprochen wurden, dass ich mir wirklich gedacht habe, jetzt machen wir heute mal was ganz Verrücktes. Wir bringen einfach mal dieses MP3 in einer gekürzten Fassung natürlich, einfach mal mit in die modernen Kriege rein, damit ihr gerade jetzt vor dieser Lesung, die wir jetzt als 7528 nummeriert haben, wirklich das euch nochmal auf der Zunge zu gehen, das, was dort der Jörg in dieser Sendung, in dieser Nummer 10 da nochmal allen klar und deutlich zu verstehen gibt. Das ist total wichtig und gerade für das Verstehen der modernen Kriege, eben umso mehr. Und deswegen, Jörg, würde ich dich bitten, dass wir dieses Video, diese MP3 einfach mal anspielen. Und weil da natürlich noch kein Video hinterlegt ist, hat der Jörg natürlich wieder eine treffende Idee, ein gutes Bild, nämlich das mit den Jesuiten, die da die Marionetten kontrollieren. Ne? Das zieht sich ja durch die Lesung durch. Ne? Ich glaube, das kann man ja in alle Lesungen einbringen. Und insofern würde ich sagen, ja, los geht's.
geistlich als auch weltlich, bis es schlussendlich auf einen Papst hinauslief, der derjenige ist, der die 1260 Jahre der Herrschaft des Antichristen auf dieser Welt manifestiert hat. Und in der Zeit leben wir heute immer noch. Seitdem hat das Papsttum das Ziel verfolgt, nicht nur selbst den Teufel anzubeten, sondern all die, die ihn anbeten, all die, die ihm hörig sind, all die, die ihm gehorchen, ebenso dazu zu bringen, dasselbe anzubeten, wie er es tut. Und damit die Forderung des Teufels zu erfüllen, dass eben die ganze Welt ihn anbetet, den Kunstgott, sag ich mal, den Idolgott, als anstatt den wahren Gott, Yahweh, unseren Vater im Himmel. Und dass jeder die Lehre des Teufels akzeptiert und nicht die Lehre von Jesus Christus akzeptiert. Das ist das alte Ziel. Das ist das einzige Ziel. Und dieses Unterkapitel auf neuen Wegen zum alten Ziel ist im Grunde ein Kapitel, das sich tagtäglich in unserer Welt wiederholt. Jedes Mal, wenn ein Ziel, wenn ein Schritt zu diesem Ziel nicht erreicht ist, dann wird der nächste Schritt angesetzt, um dieses Ziel zu erreichen, mit anderen Wegen. Wie ich gerade am Beispiel Drittes Reich Deutschland, Bundesrepublik Deutschland erklärt habe. Und da haben wir ja genügend drüber gesprochen in der Serie Moderne Kriege. Und da gehen wir auch sicher noch hin zurück, wenn wir in das original alte Skript gehen, was wir für über 100 Lesungen einmal angefangen haben zu besprechen. Dann gehen wir da ganz sicher nochmal drauf ein. Und dann wird bei vielen auch das Verständnis langsam kommen, um zu sagen von, ja, die römisch-katholische Kirche will immer dasselbe. Sie versucht es auf alle möglichen Kniffe, auf alle möglichen Wege, dieses Ziel zu erreichen. Und hier sind wir jetzt halt in dem Kapitel auf neuen Wegen zum alten Ziel, mit neuen Wegen dasselbe Ziel nochmal zu erreichen. Hier beginnen wir jetzt auf Seite 108 mit der 10. Lesung in diesem Buch. Dass sich Rom überhaupt nicht durch die Jahrhunderte verändert hat. Diese überstaatliche Politik, also mit anderen Worten, dieses hinter der offiziellen Politik agieren durch die Diözesan Schattenregierung und ihre fünfte Kolonne einzusetzen, diese überstaatliche Politik des Vatikans über die Staaten hin, also nicht nur in den einzelnen Staaten, sondern über die Staaten hinaus, gipfelt darin, einen Staat gegen den anderen auszuspielen. Was machen sie denn heute? Was ist denn bitteschön die Ukraine? Was ist denn bitte schön die Hamas gegen Israel? Was ist denn bitte schön USA gegen Irak in der Zeit? Diese ganzen Kriege, die stattgefunden haben, im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert und so weiter, das ist überall dasselbe. Der Vatikan spielt einen Staat gegen den anderen aus und tritt am Ende als Sieger hervor. Und wenn man alle Staaten gegeneinander ausgespielt hat und schlussendlich nur noch einen Sieger gibt, weil alle Staaten aufgelöst wurden in einer neuen Weltordnung, in der eben alles eins ist, und dieses eine wird von dem einen oben kontrolliert, dann haben wir eben das erreicht, die Wiederherstellung der alten Weltordnung, was sich nennt die neue Weltordnung, dann haben wir das schlussendliche Ziel erreicht, das alte Ziel erreicht. Dieser Satz ist an Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Diese überstaatliche Politik des Vatikans gipfelte darin, einen Staat gegen den anderen auszuspielen und die militärische Macht des einen gegen den anderen zur Erhaltung des eigenen Einflusses zu benutzen. Seht ihr, deswegen ist diese ganze Diskussion immer so, der Papst hat doch gar keine Macht. Ach, der hat doch nicht mal eine Armee. Ja, der hat da die Schweizer Garde, die beschützt ihn selber, aber sonst hat er überhaupt kein Militär. Ich brauche doch kein Militär, wenn ich die ganzen militärischen Mächte kontrolliere. Und wenn ich der einen Macht sage, gegen die andere Macht vorzugehen und Krieg zu machen, dann brauche ich doch gar keine eigenen Armeen, wenn alle anderen Armeen mir hörig sind und sogar gegeneinander kämpfen auf meinen Befehl hin. Und nichts anderes machen wir doch die ganzen Jahre durch bereits. Nur keiner sieht es. Weil keiner die überstaatliche Politik des Vatikans sieht. Weil die Menschen nicht begreifen,
wie die römisch-katholische Kirche arbeitet. Wenn wir uns nochmal das Buch in Gedächtnis rufen, The Global Vatican, ja, da erinnert ihr euch sicher, da habe ich ein paar Mal bereits dieses Zitat gebracht, auch in den modernen Kriegen. Und ich werde es jetzt hier nochmal live eben nochmal bringen. Ich werde es mal kurz aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Ich habe mir die Übersetzung komischerweise immer noch nirgendwo niedergeschrieben, aber ich kann es hier jetzt ja live mal eben machen, während ich weiterspreche. Werden wir mal ganz kurz eben den Text übersetzen, der auf Seite Römisch 16 in dem Buch Der globale Vatikan von Francis Rooney, ein ehemaliger Botschafter der Vereinigten Staaten zum Heiligen Stuhl, also zur römisch-katholischen Kirche, was dort steht. Er sagt, warum werden Macht und Einfluss des Heiligen Stuhls unterschätzt? Ein Teil der Antwort liegt darin, dass es sich um eine außerordentlich komplexe und einzigartige Institution handelt und diese deshalb leichter abzutun als zu verstehen ist. Das sagt Francis Rooney darüber. Ja? Und er geht dann selbst noch weiter und macht noch eine weitere Aussage, die finde ich auch sehr wichtig, aber die ist immer nur im Zusammenhang mit der ersten zu sehen. Und diese Aussage lautet dann, jetzt mal eben hier den Text vernünftig hinbringen, sonst macht hier der Google-Übersetzer nicht mit, das so stehen lässt, wie er das hier reinkopiert. Müsst ihr mir kurz eine Sekunde geben, dass ich das hier machen kann. Und dann kann ich euch das so übersetzen, wie sich das gehört. Ja, dann sagt er hier, der Heilige Stuhl ist eine wohlwollende Quasi-Monarchie in einer Ecke einer modernen Demokratie. Er ist ein universell anerkannter Souverän. Und, Kommentar von mir, er ist der einzige anerkannte Souverän. Er kennt nicht niemand anders als Souverän, aber alle anderen müssen abhängig von ihm sein, also nicht souverän. Er vertritt mehr als ein Siebtel der Weltbevölkerung und zugleich die Zivilregierung des kleinsten Nationalstaats der Welt. Das kleine Horn. Hm? Er hat kein Militär. Und nur eine vernachlässigbare Wirtschaft. Die fungiblen Vermögenswerte des Vatikans sind etwa 1 Milliarde Dollar wert. Ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zum Beispiel zu 27 Milliarden Dollar Stiftungsvermögen der Harvard-Universität. Aber er hat mehr Reichweite und Einfluss als die meisten Nationen. So, aber wenn man das begriffen hat und das zusammenliest mit dem Satz hier aus dem Buch von 1965, die überstaatliche Politik des Vatikans gipfelte darin, einen Staat gegen den anderen auszuspielen, dann versteht man, wie der Vatikan es schafft, eben genau diese überstaatliche Politik zu machen, ohne dass die anderen sehen, wer dahinter steckt. Na, sagt doch mal ehrlich, die meisten Leute haben doch überhaupt kein Verständnis, wie Politik abläuft und wie Politik mit der Religion miteinander vermischt ist und haben überhaupt kein Verständnis, keine Kenntnis davon, dass die Mächte im Hintergrund, das ist ja auch ein interessanter Titel, der hier in dem Buch vorher gebraucht wurde, ja, diese unsichtbaren Mächte im Hintergrund, wie die alle die Geschicke und politisches Tagegeschehen und alles drum und dran leiten von denjenigen, die wir sehen. Die sichtbare Macht. Die sichtbare Macht wird von der unsichtbaren Macht gesteuert. Und diese unsichtbare Macht ist genau das, was Francis Rooney hier gerade eben genannt hat und sagte, dass der Heilige Stuhl, oh, wir eben sehen hier eine Seite zurückgehen, macht er jetzt nicht. Okay, die erste Aussage, die wir gerade eben getroffen hatten von Francis Rooney. Ja? Warum ist die Macht und der Einfluss des Heiligen Stuhls falsch eingeschätzt oder unterschätzt. Ein Teil der Antwort liegt in der Tatsache, dass es eine besonders komplexe und eigenartige oder einzigartige Institution ist und daher ist es einfacher, diese zu ignorieren, als sie zu verstehen. Weil die meisten Leute eben sich nicht die Mühe machen wollen, diese Dinge zu verstehen. Sie geben sich, so mit anderen Worten, geschlagen. Sie geben sich dem Willen des Vatikan hin, weil sie ihn nicht widerfragen und weil sie den Willen des Vatikan zu ihrem eigenen machen.
Und auch wenn sie dabei nicht vielleicht religiös sind, nicht vielleicht römisch-katholisch an erster Stelle sind, dann sind sie aber dadurch willige Gefährten des Vatikan. Sie sind Menschen guten Willens. Und das bringt uns dann wieder zurück auf die Goodwill-Aktion, die wir bei Lucis Trust ja kennen. Ne? Wie heißt das da noch so schön? Lass mich das nochmal eben suchen. Das ist ja heute hier eine schöne, interessante Lucis Trust Webseite. World Goodwill heißt es, glaube ich. Ne? Wenn wir eben die Seite wird geladen hier. Ja, Arcane School, Alice Bailey Books, World Goodwill. Und World Goodwill vereinigt eben alle Menschen guten Willens, die noch nicht einmal irgendwas mit Religion am Hut haben, die überhaupt nicht verstehen, dass sie religiös sind oder religiös gemacht werden oder halt katholisch gemacht werden, dadurch, dass sie eben guten Willens sind. Wie kennt man das in Deutschland so schön, die Benennung von Gutmenschen? Ja, das bekommt auf einmal, dieses Wort bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Konnotation, nicht wahr? Diese guten Menschen, die spielen das Spiel des Vatikans mit, weil sie es gar nicht begreifen, dass der Vatikan mit ihnen ein Spiel spielt. Und diese Ignoranz, davon nährt sich die römisch-katholische Kirche. Und natürlich der Staat, den die Kirche kontrolliert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wirklich, ich bleibe selten auf einem Satz so lange hacken, wie auf diesem hier jetzt, weil es ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein Kernverständnis, das man entwickeln muss. Wenn man dieses Kernverständnis hier nicht hat, wenn ihr das nicht begreift, wenn ihr das nicht versteht, wenn ihr euch das nicht vereinnahmt und wenn ihr das nicht selbst auch anderen lehren könnt, dann hat es im Grunde gar keinen Sinn, sich weiter dieses Buch zu lesen oder diese Buchlesung anzuhören. Jemand, der das verwirft und das nicht versteht, was ja in der Bibel natürlich auch geschrieben steht, hauptsächlich Offenbarung 13, da gehen wir mal in Ja sollte Gott gesagt haben, intensiv drauf ein, später in der Zukunft mal, wenn ich die Lesung wieder aufnehme und dann endlich dahin komme, das wird noch eine ganze Weile dauern, aber es ist alles geplant zu kommen. Jemand, der diese Einsicht nicht hat, der versteht überhaupt nicht, was in dieser Welt vor sich geht. Und wenn man es nicht versteht, ja, dann ist es, was ist es am leichtesten, als es zu ignorieren, abzutun, als von, ach, interessiert mich nicht, ist ja nicht an meiner Türschwelle, auch betrifft mich ja nicht, lass sie doch machen, lass sie doch tun. Solange ich meine Brot und Spiele habe, solange ich hier der europäischen Fußball-Weltmeisterschaft folgen kann, der Tour de France folgen kann, der Olympiade folgen kann, der Fußball-Weltmeisterschaft folgen kann, solange ich Karneval feiern kann, solange ich meine Drogen nehmen kann und in den Club gehen und saufen kann und rumhuren kann, die Sachen machen kann, die ich gerne möchte, boah, solange interessiert mich das alles doch gar nicht. Und jetzt fühlt euch bitte nicht persönlich angesprochen, aber der Großteil der Menschen da draußen ist so. Ich mache das ja ständig mit meinen Kollegen in der Taxifirma und mit vielen Kunden eben auch. Die sind so. Die würden das natürlich niemals zugeben, wenn man ihnen das so an den Kopf wirft. Nein, ich habe schon edle Ziele, ich bin ein ganz guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Ah, ein Mensch guten Willens. World Goodwill. Und der Sack ist zu. Und der Kreis schließt sich. Ich hätte da mal eine kleine Auskopplung, wenn das jetzt passen würde. Wir haben ja drei Bücher, beziehungsweise drei Sendungen, wie ja, die modernen Kriege vielleicht als Hauptpfad zu sehen und dann so eine Art, könnte man das als Auskopplung sehen, dann die Vatikan und Kreml oder Kreml und Vatikan. Und ganz passend ist dann, was du schon heute in der Sendung erwähnt hast und ich auch, den Avro Manhattans Buch Der Vatikan und der 20. Jahrhundert. Und der hat nämlich auch in diesen jetzt heute veröffentlichten
Kapitel über die USA ein wenig beleuchtet, wie die katholische Kirche arbeitet, weil man denkt sich, ja, die ist inzwischen vielleicht nicht mehr so starr und nicht so dogmatisch und nicht so radikal wie früher. Und in USA soll sie auch ein ganz anderes Antlitz gehabt haben. Und wenn sie sich vordergründig ändert, ja, hintergründig im Kern ändert die sich nie. Dann zitiere ich mal jetzt von der Seite 360. Wie weit die katholische Kirche auch gehen mag, um ihren Geist denn einer modernen Gesellschaft anzupassen und welche Freiheiten sie dem amerikanischen Katholizismus gewähren mag, feststeht, dass sie von ihrem Hauptziel nicht eine Jota abweichen kann. Sie wird nie ihre grundsätzliche Feindschaft gegen eine wirkliche demokratische Volksfreiheit aufgeben, weil eine solche Freiheit ihrer eigenen Doktrin radikal entgegengesetzt ist. Die Großzügigkeit, mit der der Vatikan den amerikanischen Katholizismus gewähren lässt, ist im Wesentlichen eine taktische Maßnahme zur katholischen Durchdringung der USA, wenn sie auch einen ganzen Kontinent umfasst und Jahrzehnte, ja vielleicht Jahrhunderte dauern kann. Man sollte sich stets vor Augen halten, dass die katholische Kirche in den USA trotz ihrer gewaltigen Fortschritte in den letzten Jahren nach wie vor eine, das sind jetzt hier die 50er Jahre, der Avro hat das, denke ich mir, in diesen Jahren da geschrieben, Anfang der 50er, nach wie vor, wenn einem auch eine mächtige Minderheit darstellt. Sie muss daher, Moment, trotz ihrer gewaltigen Fortschritte in den letzten Jahren nach wie vor eine, wenn auch mächtige Minderheit darstellt. Sie muss daher vorsichtig sein und darf ihre wahren Ziele nicht zu früh und nicht zu offen enthüllen, wenn sie nicht vorzeitig eine Opposition auf den Plan rufen, die sie zu überwinden nicht imstande sein wird. Also es passt sich vordergründig an, es windet sich, es naja, ich weiß nicht, ob den Weg des geringsten Widerstandes geht, aber auf jeden Fall verliert sie nie das Endziel aus den Augen. Und man darf sich davon nicht blenden lassen, wenn sie sich jetzt hier als liberal oder als freiheitliebend Demokratie verbunden und so weiter gibt, weil hintergründig ist sie eine andere. Das war jetzt hier halt ein Beispiel aus dem Avro. Mhm. Manhattan-Buch und naja, fast schon eine Trilogie der Sendungen, die wir jetzt hier veröffentlichen. Ja, ich muss da mal kurz, ich muss da mal kurz einen Kommentar zu geben, was du jetzt gerade gelesen hast aus Avro Manhattans Buch und zu dem, was du dazu sagst. Das Thema habe ich schon etwas tiefer besprochen in Herrscher des Bösen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich damals bei Herrscher des Bösen gesagt habe, man muss auch das Buch, der Englisch, des Englischen mächtig ist, The Ark and the Dove von J.Moss Ives lesen, Die Arche und die Taube, wo die ersten Jesuiten in Amerika landen, 1634. Und dass die amerikanisch-katholische Kirche, das habe ich damals bei Herrscher des Bösen ständig behauptet, dass die amerikanisch-katholische Kirche eine andere ist als die römisch-katholische Kirche. Weil sie im Untergrund arbeitet, weil sie als eine Minderheit arbeitet und weil sie dafür gekämpft hat, die Religionsfreiheit in Amerika zu etablieren. Als Amerika noch die Provinzen waren, ja, die Kolonien waren, die Koloniestaaten waren von England, da gab es in den Kolonien keine Religionsfreiheit. Da war Katholizismus verboten, da durfte keine offizielle Messe gehalten werden, da durften keine Prozessionen gehalten werden, da durfte kein Katholik ein politisches Amt oder dermaßen bekleiden. Das wurde erst eingeführt mit der Revolution des Unabhängigkeitstags, den wir ja gestern am 4. Juli zufälligerweise hatten, und dann der Gründung der Nation, der Vereinigten Staaten von Amerika 1789 mit der Einführung der Verfassung und den Zusätzen zu der Verfassung, wo eben Religionsfreiheit gewährt wird. Die römisch-katholische Kirche gibt sich in Staaten, wo sie in der Minderheit ist, wie ein schüchternes Kaninchen und fordert Religionsfreiheit, die, wenn sie selber die Macht hat und sich benimmt wie ein reißender Löwe, wegnimmt und nur noch ihre eigene Religion zugesteht. Das ist die römisch-katholische Kirche. Und durch die Jahrhunderte hin in Amerika musste sie sich wie ein, zwischen Anführungszeichen, Kaninchen verhalten, damit sie
dort geduldet wird, in diesem protestantischen Land. Und dann kam das zweite amerikanische Konzil, das zweite vatikanische Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, das ökumenische Konzil. Dann kam Präsident Ronald Reagan, der als erster amerikanischer Präsident die Ostseite des Weißen Hauses auf den Balkon gegangen ist und seinen Eid abgelegt hat mit Sicht auf den Obelisken und mit Sicht auf Rom, als unsichtbares Zeichen für die Eingeweihten, dass jetzt die römisch-katholische Kirche alle protestantischen Kirchen in Amerika kontrolliert durch den Ökumenismus und dass, obwohl Amerika momentan 33, 34 oder 40 Millionen Katholiken zählt, was also mehr als 10% der Bevölkerung ist, vielleicht ist es auch mehr, sie aber im Grunde die ganze Bevölkerung kontrollieren, weil alle Protestanten ihren Protest aufgegeben haben und zurück zu Rom gekehrt sind. Und jetzt wird dort in Amerika auch mehr oder weniger langsam, aber deutlich fühlbar für diejenigen, die sich damit beschäftigen, die Religionsfreiheit zurückgedrängt. Und es wird mehr und mehr das Dogma der römisch-katholischen Kirche anstatt dessen dort dargestellt. Das hat sie immer so gemacht, das macht sie in jedem Land so. Wo die römisch-katholische Kirche nicht in der Mehrheit ist, da verhält sie sich ganz vorsichtig, ganz ruhig und macht hintenrum ihre Politik, bis sie die Übermacht hat und dann die ganzen Freiheiten, die sie vorher eingefordert hat, weil sie für sie günstig waren, einschränkt, weil sie ungünstig sind, wenn sie selber an der Macht ist. Das muss ja, schau mal, sagen. Dieser Abschnitt und ein Satz noch oder zwei dahinter, der gibt das auch nochmal, und zwar jetzt nicht so modern, wie du aus der heutigen Sicht sagst, nach den 60er Jahren, wo das Konzil und so weiter da stattfand, sondern die Sicht des Avro Manhattans in dem Buch ist aus den 50er Jahren, und er schreibt hier: Was veranlasste den konservativen Vatikan, seine doktrinäre Starrheit im Falle Amerikas etwas zu locken und dem amerikanischen Katholizismus zugestehen, was er in Europa nie und nimmer zugestanden hätte? Den Ausschlag bei diesem Entschluss gab sicherlich der schon damals in groben Umrissen vorliegende Plan, die USA zu einem Kraftzentrum des Katholizismus zu machen. Der Vatikan wurde sich bewusst, dass eine Übertragung seiner starren Prinzipien auf die amerikanische Kirche diese zu sehr im Gegensatz zu dem Liberalismus, zum Unabhängigkeitsdenken und zur allgemeinen Konzeption des amerikanischen Lebens gebracht und nicht nur die Nicht-Katholiken abgeschreckt hätte, sondern auch viele amerikanische Katholiken vor den Kopf gestoßen hätte. Deshalb entschied er sich, die Umwandlung des europäischen konservativen Katholizismus in einen liberalen und in Anführungsstrichen fortschrittlichen amerikanischen Katholizismus zu dulden. Später schreibt er hier noch: Die Überlegungen des Vatikans erwiesen sich als richtig. Er kann jetzt die ersten Früchte seines Entgegenkommens ernten. Die ersten Früchte seines Entgegenkommens. Und was habe ich gesagt zu dem Buch Die Arche und die Taube? Das Buch besteht aus drei Sektionen. Sektion 1 ist den Boden bereiten und die Saat aussehen. Sektion 2 ist die Saat bearbeiten und begießen und pflegen und hegen. Und Kapitel 3 ist die Ernte. Und wir sind heute in dem 21. Jahrhundert da, wo die römisch-katholische Kirche die Ernte ihrer Arbeit der letzten 300, 400 Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika einfährt. Und da habe ich jetzt auch gleich nochmal einen Kommentar, und zwar habe ich... Oh, du bist auch noch da, schön. Ja, ja, und hör zu und finde das super wunderbar, wie das gerade ineinander greift, weil ich habe zufälligerweise jetzt hier ein ganz altes Skript in der Hand. Das war die Lesung 48 oder so, da hatten wir ein Buch besprochen, das trägt den Titel Katholische Orden und deutscher Imperialismus von Hubert Mohr, und der hat auf der Seite 168 im Buch gesagt, Zitat: Den größten Erfolg erzielte der Vatikan in Westdeutschland mit der Errichtung der klerikal-militärischen Diktatur der CDU-CSU-Führung unter Adenauer, des Ehrenritters des Deutschen Ordens. Na? Ja, also, erinnere ich mich dran, ja. Ist doch mal wunderbar, dass Rom überall arbeitet mit demselben Ziel, mit demselben Schema, plus ja, die Wege sind anders, die ja, sind genau, angepasst. An genau, die wie es in Kreml und Vatikan, ne? Heißt, ne? Mit neuen, ja, Wegen zum alten Ziel. Genau. Immer angepasste das, Wege, immer der Situation richtig, angepasst, richtig, immer der Zeit angepasst. Genau. Aber immer dasselbe Ziel vor Augen. Ja.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, mit welchem Land beschäftigen wir uns jetzt gerade? Mit der Ukraine. Ja, wenn ihr jetzt mal überlegt, wie ist es denn da mit der römisch-katholischen Kirche? Ist die da eine Mehrheitsreligion? Ist das eine Religion, die da sehr weit verbreitet ist? Nein, es ist eine Minderheitenreligion. Und die römisch-katholische Kirche ist sogar ganz, ganz klein. Ja, die ist wirklich verschwindend gering. Und deswegen, wie gesagt, Rom ist ja sehr erfinderisch und kann auch ganz, ganz liberal sein, ne? Und deswegen wurde ja die griechisch-katholische Kirche in Wirkung gesetzt. Und zwar nach meinem Wissen von 1991 durch den russischen Präsidenten, den, wie hieß er gleich? Ich habe den Namen Jelzin. vergessen. Nee, davor, Gorbatschow, genau, Gorbatschow, ja. Gorbatschow. Gorbatschow hat es gemacht, Das war ne? ja Ich noch der glaube in den 90er sowjetische, Jahren. das war ja noch der Ja, sowjetische ja, ja, Präsident, ja. das war noch in der Sowjetunion damals, als sozusagen durch diese Perestroika, ne? Wir wissen ja, das Und ist ja der Einfluss Glasnost, des ja. und Glasnost, genau. Der Einfluss Roms sozusagen offen gemacht wurde. Ne? Man hatte Jahre zuvor diese entsprechenden Vereine und Gewerkschaften in Wirkung gesetzt, hat die über Jahre mit Millionen von, ja, was mit ja, Euro gab es ja noch nicht, also mit Millionenbeträgen Dollar, in, mit Millionen von Dollar, ja, wahrscheinlich Dollar. aus Polen heraus mit der Solidarność-Bewegung. Richtig, Ja. genau. Richtig, in Wirkung gesetzt und dann eben, ne, als der Zeitpunkt reif war, man hatte sozusagen die Kontrolle über die wichtigsten Personen, über die wichtigsten Ämter, über bestimmte Schaltzentralen, dann hat man auf einmal, ja, den Schalter umgelegt auf die Stufe 2, ja, und dann, ja, gab es eben dann diese, ja, diese friedliche Revolution, ja, wo ich jetzt mittlerweile nur noch leicht drüber schmunzeln kann, ne, Wie weil hier war. hatte damals doch der amerikanische Präsident Ronald Reagan so weise gesagt, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Herr Ja, ne? Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder. Ja, na, schön. Wahrscheinlich noch richtig schön ja, inszeniert, ne? Ja, Wahrscheinlich die ausgerechnet. Kameras, oder? Er war doch in Ah. Berlin, glaube ich, als er das gesagt Ja, hat, ja. ne? Ja, kann sein. Genau Doch. der Oh. Präsident, der eben die diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vatikan wieder offiziell nach 1867 wiederhergestellt hat, mit seinem ersten Wilson hieß der, glaube ich, Botschafter, den er geschickt hat, nachdem er selber, wie ich ja gerade eben gesagt hatte, am Ostbalkon des Weißen Hauses seinen Eid mit Blick auf den Obelisken und gleichzeitig nach Osten mit Blick auf Rom Ja. seinen Amtseid abgelegt hat, mit natürlich der mentalen Reservation, ich kann jeden Eid ablegen, wie ich will. Das Ziel der römisch-katholischen Kirche, das ich verfolge, steht über allem. Und deswegen ist mir jede Lüge, deswegen ist mir jeder Meineid vergeben, weil ich bin ein irischer Katholik, ich bin kein Protestant. Und jede Lüge und jeder Meineid ist mir vergeben, weil das Ziel der Kirche höher ist als meine persönlichen Worte. Zur höheren Ehre Gottes, ne? Ad majorem Dei gloriam, eben genau das Motto der Jesuiten, ja, genau. So ist es, ne? Weil das Bild muss man ja auch irgendwie noch rechtfertigen. Genau. So, und jetzt ist natürlich der Punkt, ne? Die Ukraine, mit der wir uns ja beschäftigen, hat ja auch eine Geschichte, ja? Wobei als Land ist sie ja gar nicht so lang, ne? Aber als Kleinrussland ist sie schon ein bisschen länger und vor allem uns im Bewusstsein seit den letzten Jahr, 10 Jahren, wo die Umsturzbewegung spätestens diese sogenannte Maidan-Bewegung ja zu na, ja, grundlegenden Veränderungen dort in diesem Land geführt hat. Und die Auswirkungen, die sehen wir jetzt in Form dieses Krieges, der natürlich direkt mit diesem Umsturzversuch oder mit diesem Umsturz damals der russlandfreundlichen Regierung, so muss man es ja sagen, zusammenhängt. So, und da waren wir stehen geblieben in der letzten Lesung, 75, 27, mit einem Text, den wir aus dem Russischen übersetzt, den ich aus dem Russischen übersetzt habe, mit Hilfe aller möglichen Übersetzungshilfen. Und weil wir ja die Dinge nicht nur an einer Quelle messen, na, sonst würden wir ja hier so sein wie alle. Nein, wir messen das mindestens an zwei Quellen, habe ich mich nochmal rangesetzt und habe nochmal weitergeschaut, ob sich diese Aussagen, die dort auch über die griechisch-katholische Kirche als Haupt, ich mache jetzt mal den Punkt, als Hauptakteur, ja, als Hauptumsturzorganisator
Unruhestifter, ja, ob sich das nochmal belegen lässt. Weil ihr erinnert euch, es war schon ja buchstäblich harter Tobak, was da zu lesen war. Und deswegen, Jörg, habe ich jetzt nochmal geguckt unter Ruski-Line, das ist jetzt dem Skript Euromaidan Deutsch, auf der Seite 8. Da geht die Lesung nämlich jetzt weiter und da habe ich einen Artikel gefunden von rusklein.ru vom 6. Februar 2014. Jörg, und wenn du willst, wenn du noch lesen kannst, wobei du hast ja jetzt erstmal vorlesen lassen, ja? Warum sollte ich nicht lesen können? Ich habe heute Nachmittag eine Lesung von Kreml und Vatikan gemacht und ich bin richtig in der Stimmung jetzt. Okay, na dann aber los. Okay. Also die katholische Kirche als Unruhestifter in der Ukraine? Alles nur Zufall? Ein weiterer Beweis auf rusklein.ru. Vom 6. Februar 2014 lesen wir. Auf dem Maidan Nezalezhnosti, Anmerkung, ja. Platz der Unabhängigkeit, der von den Putschisten eingenommen wurde, ist ein Zelt des katholischen Malteserordens aufgebaut worden. Vertreter des Vatikans versicherten dem Korrespondenten der Ukrainska Pravda, also das ist Ukraine heute, wenn ich das richtig übersetze, sie seien in geistlicher Mission hier. Die Broschüre, die sie verteilten, lässt jedoch Zweifel an den rein religiösen Motiven der Missionare aufkommen. Das Büchlein trägt den Titel »Das Gebetbuch des Revolutionärs. 5 Schritte zum geistlichen Sieg in der Ukraine«. Ausgerechnet 5. Einer dieser Schritte ist die Vergebung des Feindes. Ja, ihr wisst es ja nicht, aber in den letzten Lesungen des Kreml und Vatikan bin ich sehr intensiv drauf eingegangen, auf die Lehre der Jesuiten auf der einen Seite und die Lehre Jesu Christi auf der anderen Seite. Auf einer bestimmten Stelle in dem Buch Kreml und Vatikan ist ein Auszug, wo drin steht, was wir auch schon in Moderne Kriege gelesen haben, wenn ihr euch erinnert, die Aussage der Jesuiten, Frieden ist unmöglich, die Saat des Hasses ist uns eingegeben. Ja? Die Saat des Hasses ist uns eingegeben. Und da habe ich das dann verglichen mit Jesus, der in der Bibel unter anderem vor allen Dingen in Lukas Kapitel 6, Verse 27 bis 35 oder was eben die Aussagen trifft, dass wir unseren Feinden vergeben sollen, dass wir diejenigen lieben sollen, die uns hassen und dass wir für diejenigen beten sollen, die uns verfolgen. In welchem Kontrast steht die Aussage des echten Jesu Christi zu der Gesellschaft, die sich die Gesellschaft Jesu nennt, wenn die sagt, die Saat des Hasses ist uns eingegeben. Das wisst ihr jetzt nicht, aber das ist in den letzten Folgen, ich habe diese Woche 4 Lesungen gemacht und ich hoffe morgen auch noch wach genug zu sein, um noch eine machen zu können am Samstag nach 11 Stunden Arbeit, mal gucken. Aber das erinnert mich jetzt wieder daran, wenn ich hier lese, einer dieser Schritte ist die Vergebung des Feindes. Rom vergibt nicht. Hier muss ich gleich vielleicht auch nochmal zur Klarstellung dieses Begriffes Vergebung des Feindes, ja, weil das kommt jetzt hier nochmal weiter vor, auch nochmal eine kleine Erklärung abgeben. Und zwar werdet ihr dann im weiteren Verlauf dieses Textes sehen, dass in dem Moment, wo die römisch-katholische Kirche dann die volle Kontrolle erlangt hat, ja, dann eben offen zum Widerstand dieses Feindes aufgerufen wird, der dem hier noch vergeben werden soll. Hier in dieser Umsturzsituation, wo eben noch nicht genau klar ist, wie geht denn das da überhaupt aus? Erlangen wir hier unsere Ziele? Erreichen wir hier die Kontrolle? Ja? Können wir hier den Vatikan implementieren in diesen Regime Change oder nicht? Ja? Und weiter unten, ich nehme das jetzt wirklich mal von weg, weil das muss man wirklich verstehen, lest ihr das dann, dass in dem Moment, wo dann die Kontrolle eben erlangt wurde, eben dann tatsächlich es dann erst richtig mit der Verfolgung der eben pro-russischen Menschen dann eben begonnen wurde, wo dann eben richtig massiv Leute verschleppt wurden, wo dann eben auch über Denunzianten eben auch Leute ausspioniert wurden, ne? Inquisition, ne? Und eben dann Leute bezichtigt wurden, dass eben große
viel sind, also russlandfreundlich und dann eben, ja, dann zu irgendwelchen Verhören gezogen wurden. Das ist zwar jetzt nicht in dem Text, das steht wieder in einem anderen Text, aber das ist eben genau das, dass man hier eben auch wirklich genau hingucken muss. Und hier steht das Wort Vergebung in Anführungszeichen, das ist ganz wichtig, ja? Ja. Also die Anführungszeichen sind hier wirklich nicht umsonst. Aber du hast ja im Grunde ja auch nur das bestätigt, was ich bereits vorher in dieser Sendung bereits gesagt habe. Also ich sage, wenn die römisch-katholische Kirche in der Unterzahl ist, dann verhält sie sich wie ein Kaninchen. Und ja, wenn sie in der Überzahl ist, dann wird sie zum reißenden Wolf. Und das ist auch wieder nur eins der Beispiele, was du jetzt gerade angeführt hast, dass es eben so ist. Ja. Ja, und genau, und das ist eben kein Zufall, das ist eine systematische Arbeitsweise. Ne? Das ist das Wesen. Das ist das Wesen des Vatikan. Okay, das Wesen, ja. Oder eher das Unwesen. Hm? Wenn man das Wesen sein Unwesen treiben lässt, ja. Genau. Schön, gut. Ja. Also das Büchlein trägt den Titel Das Gebetbuch des Revolutionärs. 5 Schritte zum geistlichen Sieg in der Ukraine. Einer dieser Schritte ist die, zwischen Anführungszeichen, Vergebung des Feindes. Wer in die Kategorie der Feinde fällt, lässt sich aus dem folgenden Absatz leicht erraten. Zitat: Im Namen von Jesus Christus vergeben wir den gegenwärtigen Machthabern für Gewalt, Lügen, Mobbing, Mord und Folter. In deinem heiligen Namen beten wir für die Behörden, die Polizei, die Richter und Staatsanwälte, für alle, die uns Unrecht getan haben. Ende Zitat. Es wird auch vorgeschlagen, Zitat, das Leben des Volkes unter den Schutz der Jungfrau Maria zu stellen. Ende Zitat. Womit jeder bibelgläubige Christ sofort weiß, dass es hier nicht um Christentum geht, weil im wahren Christentum stellt man nichts unter den Schutz der Jungfrau Maria, die seit knapp 2000 Jahren im Grab liegt und auf die Auferstehung wartet, wie alle anderen gerechten Toten ebenso. Hierbei, fährt der Text fort, wird das Beispiel der Sowjetunion angeführt, die, so die Autoren der Broschüre, durch die Gebete von Antichrist Johannes Paul II. Auf persönliche Bitte der Jungfrau Maria angeblich, Zitat, unblutig zusammengebrochen sei. Zitat: Als dies 1984 von Papst Johannes Paul II. Getan wurde, begann ein Jahr später in der Sowjetunion die Perestroika, die mit dem Zusammenbruch eines mächtigen totalitären Regimes ohne Blutvergießen endete. Ende Zitat. Die ukrainischen Unierten, die sich längst im Euromaidan eingerichtet haben, empören sich nicht über das Gebet für den unblutigen Zusammenbruch der Ukraine, denn sie sind dem Vatikan unterstellt, dessen Vizekönig der Großmeister des Malteserordens ist. Ja, hier haben wir diese Broschüre, ja. Ihr seht ja auch auf der linken Seite, ne, diese Ukraine-Fahne, ne, auch hier natürlich auf dem rechten, dann seht ihr hier in der Mitte dann noch dieses Kreuz, was da sozusagen so von Licht beschienen wird und man sieht hier so angedeutete Menschenmassen. Ich denke mal, das ist ein bearbeitetes Foto von diesen Protesten, ja, wo, ihr wisst das ja aus der vorhergehenden Lesung, nach Aussage dieser Autorin da die Hälfte wirklich abgestelltes Personal aus der aus den katholischen Universitäten war. Ne? Schau, dir also Bild, schau dir das Bild mal genau an, dann siehst du hier eine Monstranz. Siehst du das, das hier? Das ist eine Monstranz. Das ist eine Monstranz. Da scheint das Bild durch. Das ist der Eucharist, der mit dem Kreuz natürlich hier zusammen der Sonne entgegengetragen wird. Ach du liebes Bisschen. Ach, ich habe schon gedacht, das wäre ein Palmwedel oder sowas. Das sieht doch aus wie eine Monstranz für mich. Ja, ja, na klar. Ja, natürlich. Ja, ja. Ach, ja, ne? Die Sendung wird immer besser, ne? Ja, vielleicht. Das ist wirklich wahr. Da haben wir noch nicht mal angefangen hier. Ne? Also, ne, und wie gesagt, ne, die Hälfte dieser Leute, die da steht, ne, sind Leute, die dafür bezahlt werden, ja, die dafür freigestellt werden, die dafür Lohn bekommen. Ja, das darf man nie vergessen. Ja, das, wie gesagt, kommt alles noch. So, das ist, wie gesagt, diese Broschüre mit dem hier falsch dargestellten Jesus Christus. Ihr wisst das ja, brauchen wir ja nicht darauf eingehen, dass es natürlich nicht der Jesus Christus der Bibel ist, der hier abgebildet ist, ja, sondern das ist sozusagen ein falsches Bild, eine falsche Darstellung. Ne? Und ich habe jetzt mal versucht, mit der Textübersetzung etwas von diesem Text linksseitig
Rechts hat es das Programm nicht erfassen können, aber linksseitig das Dickgedruckte zumindest zu übersetzen, Jürgen. Das kannst du mal bitte vorlesen. Unsere liebe Mutter, wir weihen dein unbefleckten Herzen uns und unser Land. Wir bitten dich, uns alle zu retten unter deinem heiligen Schutz. Schütze uns vor allem Bösen, Gewalt, Blutvergießen. Bitte deinen Sohn, dass er für uns ist, für unser Volk, Frieden, Liebe, Verständnis und eine gute Zukunft. Wir flehen zu deiner Barmherzigkeit, o Jungfrau Maria. Verachte nicht unsere Gebete in unserer Not, sondern rette uns. Mutter, unsere Fürsprecherin, bitte für uns. Bete, bete, bete für uns. Ah, bete, ja, bitte, bete, ja, okay. Ja, bitte, bete, eine Soße hier, ne, weil, wie gesagt, so, genau, dann habe ich jetzt mal weitergeguckt. Auf dieser Seite gab es dann erstmal zwei wichtige Kommentare, Jörg, dieser Kommentar 12 und dann doch der Kommentar 5, da geht es genau gleich weiter, ne, also genau zu diesem, den Text, den wir jetzt hier gerade gelesen haben. 12. Kommentar. Der Grundsatz, der Zweck heiligt die Mittel, gilt leider nicht nur bei den Jesuiten. Auch einige orthodoxe Patrioten sind einigen orthodoxen Patrioten sind die Mittel völlig gleichgültig. Und sie rutschen auf das Niveau ihrer ideologischen Gegner oder sogar noch tiefer hinab. Eine verdienstvolle Selbstkritik. Auf Lügen und Verdrehungen lässt sich nichts aufbauen. Und wenn das Ziel heilig ist, ist es erst recht unwürdig, zu unwürdigen Mitteln zu greifen. Sie haben recht mit den unwürdigen Mitteln. Man sollte also nicht zu ihnen greifen, wenn das Ziel heilig ist. Ihre Ratschläge und Anweisungen haben eine eindeutig pro-katholische politische Färbung, die in keiner Weise der orthodoxen Denkweise entspricht. Mit welchem Recht sollten orthodoxe Aktivisten, die ihr Land gegen die Besatzer verteidigen und der Malteserorden unter anderem eine Protestnote an einen Großmeister schreiben, weil er am Sturz der legitimen Macht im Lande beteiligt ist? Kann irgendjemand Sie, diese betenden Westler des Malteserordens, aufgefordert, die inneren Angelegenheiten eines souveränen Landes zu regeln? Auffordern heißt es dann wohl, ne? Na, hat irgendjemand, ne? Ja, hat irgendjemand Sie aufgefordert. Mhm. Ja, okay. Ja. In Ihren Worten, Anleitung zum Handeln, kann man die bekannten Töne des Protests von Kirillowitsch über die Missachtung der legitimen Rechte der Erben aller möglichen freimaurerischen Orden und selbsternannten Kaiserhäuser hören. Die Tatsache, dass Sie das unwürdige Verhalten einiger Priester der russisch-orthodoxen Kirche erwähnt haben, die den Zusammenbruch der Regierung der Ukraine unterstützten und die Patriarch Kirill als Verräter in Soutane bezeichnete, ist ebenfalls nicht überraschend, sondern eher symptomatisch für Ihre Krankheit unter der Diagnose des aktiven Stadiums der Russophobie. Unter dem Gesichtspunkt der Staatsnähe dieses Themas, das Sie als Kenner der Staatlichkeit als eindeutige Aufstachelung zu interreligiösem Unfrieden und Schüren des Feuers in der Ukraine bewerten, schüren sie damit eindeutig interreligiösen Unfrieden und schüren auch den Brand in der Ukraine. Ja, also erstmal ganz kurz, ne, ihr habt jetzt gerade gehört, dieser Kommentator war also sehr kritisch mit diesem Artikel, ja, und hat natürlich nicht diese Beziehungen in das richtige Verhältnis setzen können, ne? Weil ihr wisst ja selber, dass die Orthodoxie ja auch katholisch ist, ne? Und deswegen fehlt natürlich dann einem Menschen, der also sozusagen in diesem Umfeld sein Leben zugebracht hat, dann entsprechend natürlich auch die Möglichkeit, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, ne? Insofern ist das natürlich jetzt ganz klar, dass dort eben auch ja, es sozusagen darüber sogar Widerspruch gibt. Aber unter der Sache, ne, in der Sache wird hier eben auch Recht gegeben, ne, dass es hier sozusagen Brandstifter gab, die aus dem katholischen Umfeld gekommen sind, ja, und die eben dort maßgeblich dort mit die Finger im Spiel hatten. Erstmal soweit. Ne? Genau. So, hier dann nochmal der 5. Kommentar. Oder ich mache den gleich selber, warte mal, den mache ich der so kurz, den kann ich selber. Also 5. Kommentar, ne? Dieser Maidan Nesalaschnasti, also dieser Unabhängigkeitsplatz ist das ja, ne? Hat. Also ich betone das auf Polnisch und dann würde das auf Polen mehr oder weniger, also so auf Polnisch heißen Nesalaschnasti. Ich denke, okay, also, dass das im Ukrainischen so ein bisschen ähnlich klingt. Also, dann machen wir das nochmal, Marius. Ich fange mal an. Maidan Niezależności hat seine Arbeit aufgenommen. Auf dem Maidan gibt es mehr Personal als Demonstranten. Und die Arbeit dort begann lange vor den berühmten Ereignissen.
So, weiter geht's. Es gibt die nächste Sache, die der Jörg vorlesen möchte. Auf der Seite stihi.ru aus dem Jahre 2014 mit der Überschrift Der Vatikan ist das Gebetbuch von Revu Lucero. Ja? Also die Seite nennt sich Blaue Raube übrigens. So. Die Katholiken schüren die Wut auf dem Maidan in Kiew, behauptet der Leiter des Pressedienstes der ukrainischen orthodoxen Kirche, Wassil Anissimov. Zitat: Der Maidan wird von Unia, Schismen und Sektieren gefüttert. Das Ausmaß des Hasses der Drahtzieher übersteigt oft die größte Skala. Selbst Putin zitierte einen Unia-Priester in Brüssel. Und die Katholiken verteilen ein revolutionäres Gebetsbuch an die Maidan-Aktivisten. So Anissimov auf der Webseite der Radonischer Gesellschaft. Ihm zufolge handelt es sich um 5 empfohlene Gebetsschritte mit ausführlichen Erklärungen. Der erste Schritt lautet: Verlassen Sie sich voll und ganz auf Gott und bitten Sie ihn, in die Geschichte unseres Volkes einzugreifen. Es wird uns erzählt, dass der philippinische Diktator Marcos nicht gestürzt werden konnte. Nur ein Bataillon lief zur Seite der Rebellen über. Als aber ein ortsansässiger Kardinal die Herde aufrief, gingen Millionen auf die Straße, blockierten die Armee und stürzten den Diktator. Jetzt wird der Text des philippinischen Gebets von 1986 erneut wiedergegeben, aber angepasst an unsere Situation, erklärte der Leiter des Pressebüros. Ja, ne? Das ist doch mal wirklich interessant, oder? Dieser also Absatz, Gerald, ich weiß nicht, ob du dir davon bewusst bist, aber dieser Absatz ist ein eindeutiger Beweis für jedes Mal, wo ich von der fünften Kolonne gesprochen habe, was die fünfte Kolonne tatsächlich ist. Mhm. Als ein ortsansässiger Kardinal die Herde, also die Katholiken, die katholischen Laien, aufrief, gingen Millionen auf die Straße, blockierten die Armee und stürzten den Diktator. Das ist die fünfte Kolonne. Das sind die Katholiken, die in dem Augenblick, wenn sie dazu gerufen werden, das tun, was ihr Oberer sagt. Und der Kardinal ist nun mal ihr Oberer. Das ist genau dasselbe, was passiert ist in St. Bartholomäusnacht am 11. September, oder ich weiß nicht genau, welches das Datum war, 1572 mit der Heirat der Medici in Paris, als Mitternacht die katholischen Glocken anfingen zu läuten und die Katholiken auf die Straße stürmten und angefangen haben, 50.000 Protestanten abzuschlachten. Das ist hier genau dasselbe. Das ist die fünfte Kolonne, von der wir immer sprechen. Und die gibt es in jedem Staat, wo es die römisch-katholische Kirche gibt. Also jeder Staat hat eine umwerfende revolutionäre Armee in sich durch den Katholizismus. Ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen Satz gelesen, der so deutlich das bestätigt, was die fünfte Kolonne ist. Und nicht umsonst ist das auch die fünfte Kolonne im Zeichen des Pentagramms. Natürlich. Und die 5 Gebetsschritte, ne? Ja. Im Zeichen des Pentagramms. Ne? Aber ich denke wirklich, dieser Satz ist an Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Als aber ein ortsansässiger Kardinal die Herde aufrief, gingen Millionen auf die Straße, blockierten die Armee und stürzten den Diktator. Was hätte die Armee dann machen sollen? Die können keine Millionen Menschen umbringen. So viel Munition haben die gar nicht. Schlussendlich werden sie runtergetrampelt. Tja. Und der Diktator war gestürzt. Tja. Und wenn ihr wüsstet, wo das Skript noch alles uns hinführt, ja, ich kann zumindest eine Sache sagen jetzt hier, ne? Schon mal unter uns. Das. Unter uns, dann mache ich mal eben auf Pause, dass die Zuschauer das nicht wissen. Nee, ist doch Quatsch. Nein, wir haben noch keine Geheimnisse. Ne? Nee. Nein, nein. Aber dass diese Untersuchung mich auch zu den Klimaprotesten geführt hat in Deutschland. Und soll ich euch mal was sagen? Ich habe dort genau dieselben Parallelen wiedergefunden. Genau. Das ist immer so. Die römisch-katholische Kirche ist semper eadem, unveränderlich, und sie nimmt immer neue Wege, um zum alten Ziel zu kommen. Ganz klar. Aber das ist wirklich so,
Wie gesagt, wir kommen noch dorthin. Ich hoffe, dass wir das irgendwann in dem Skript so drehen können, dass ihr das auch wirklich dann auch seht, dass also diese Arbeitsweise identisch ist. Da gibt es keinen Unterschied. Ich alles kann ja hier wieder. Ich kann ja hier wieder was zitieren, und zwar: Die wahren Ziele der katholischen Kirche in den USA unterscheiden sich nicht von den Zielen der katholischen Kirche in Europa. Lediglich der Weg, auf dem man diese Ziele erreichen will, ist in Amerika kein anderer. Das war wieder... Bingo! So. So, und jetzt waren wir ja hier im Skript stehen geblieben bei diesem Beispiel mit den Philippinen. Ne? Und weil wir uns ja alle so wunderbar gut auskennen mit der Geschichte der Philippinen, habe ich einfach mal, das war jetzt etwas ironisch gemeint, mal einen kleinen kurzen Artikel vom Deutschlandfunk mal hier in das Skript mit eingefügt, also einem Qualitätsmedium. Ne? So, das hier, kannst du mal ganz kurz mal das Blaue mal vorlesen hier. Weil, ne, da geht es ja wie gesagt darum nochmal, ne, dass da ein Diktator mit dem Namen Marcos gestürzt wurde, ja, nur weil ein ortsansässiger Kardinal die Herde aufrief, ja. Das muss im Jahr 86 gewesen sein. Genau, richtig. So, und Jörg, du kannst mal bitte das Blaue lesen hier. Ich erinnere mich da auch noch dran, ja. Dass das damals. Was? So alt bist du schon? Nein, leider, ja. Ach komm. Doch, doch, doch. Leider, leider. Ah, nee. Also, mein Alter ist nur im Kopf. Glaub mir, ich weiß, von was ich spreche. Philippinen, Richtungskämpfe in der katholischen Kirche vom deutschlandfunk.de. Zu eben diesem Thema, wo der Philipp Marcos hieß er, glaube ich, Vornamen weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall damals gestürzt wurde von der friedlichen Bevölkerung, wie es uns verkauft wurde. Der katholischen Kirche der Philippinen bescherte der 22. Februar 1986 erstmals in diesem Land das Ansehen einer Befreierin der Armeen von der Armen, Entschuldigung, von Ausbeutung und Unterdrückung. Die Geschichte dieser Kirche in einer Region, wo sonst Hinduismus, Islam und Buddhismus dominieren, reicht fast 500 Jahre zurück. Ja, da gehen wir an die Anbeginnzeit der spanischen Kolonisierung und natürlich auch an den Anbeginn ein paar Jahre später nach 1520 mit den Jesuiten, die in Asien sehr aktiv waren, in den Philippinen, in China, in Japan. Ne? Ja, ich erinnere, Franziskus Xavier, ne? Ich erinnere nur mal an das Buch von Griesinger. Das Buch gewinnt, je weiter ich in der Zukunft gehe, mehr und mehr an Wichtigkeit. Das ist unglaublich. Mit Beginn der spanischen Kolonisierung ab 1520, zufälligerweise die gleiche Zeit, wo in Europa die Reformation zugeschlagen hat, entstand eine Kirche, die zur reichsten und einflussreichsten Institution der Philippinen avancierte. Mit einem gewaltigen Vermögen an Land, Gebäuden und Unternehmen. Mit hunderten Schulen und Dutzenden Universitäten. Heute sind von den 100 Millionen Einwohnern der Philippinen über 80% Katholiken, die ihren Glauben mit beispielloser Inbrunst und Leidenschaft leben. An fast jedem Autospiegel baumeln Rosenkränze oder Statuen der Mutter Gottes. Zahllose Jeepneys, aus US-Geländewagen entwickelte Kleinbusse, sind bemalt mit Bibelszenen. Und bei Prozessionen geraten viele der oft Millionen Teilnehmer in Ekstase. Bei Prozessionen zu Ehren Maria etwa oder zu Ehren von El Nazareno Negro, einer Statue des sein Kreuz tragenden Jesus, die Mitte des 16. Jahrhunderts aus Mexiko kam. So, ne, das mal dazu. Ne? Also auch hier, ne, die katholische Kirche als eine Minderheit über viele Jahrhunderte angefangen, ja, und dann, ja, in dem Moment, wo sie sozusagen entsprechend alle Menschen guten Willens in den Positionen hat. Ich fand das übrigens so total genial mit diesem guten Willen, ne, der Gutmensch, ne? Das war also absolut auf den Punkt, ne? Der Gutmensch, ne? Wer weiß, wer bringt denn das mit Katholizismus, mit der Enzyklika Laudato Deum oder Laudato Si in Verbindung, ja? Dass du ein Mensch guten Willens bist, ja? Der Gutmensch, das ist doch auch wunderbar. Vielleicht passend dazu, schau mal im Chat, da geht es um Philippinen. Und das ist schon der nächste Kapitel von Avro.
Also haben wir das Buch. Also schon nach Amerika, der nächste, und zwar der letzte Kapitel. Und Japan, das Jahrhundert zuvor eines der Länder mit den meisten Analphabeten gewesen war, hatte 35, also 1935 die niedrigste Analphabetenrate aller Länder, nämlich nur 1%. Im Gegensatz dazu gab es auf den benachbarten katholischen Philippinen immer noch 35%. 35 in Mexiko, in den fortschrittlichsten Ländern der Lateinamerikas, 45. Die katholische Kirche vermag ihre Macht vor allem dort unumschränkt zu entfalten, wo die Bevölkerung des betreffenden Landes weder lesen noch schreiben kann. Ja, das nur so kurz am Rande zu den Auswirkungen des Katholizismus, beziehungsweise solange sie das dadurch, also den Fortschritt aufhalten können, dann sind die auch gewillt, denke ich mir, dann den Fortschritt auch aufzuhalten. Ja, nur wenn du eine Bevölkerung im Aberglauben halten kannst. Und dazu gehört natürlich auch, dass du den Leuten natürlich auch möglichst die Bildung verwehrst. Und wenn dir das schon am Anfang gelingt, indem du einfach die sozialen Umstände so verschärfst, dass die Kinder zum Beispiel überhaupt nicht lesen und schreiben lernen richtig, ja, dann hast du natürlich dann den Nährboden für die nächste Generation abergläubischer Menschen gelegt, ne? Das ist einfach so. Und wenn du mal anguckst in diesen ganzen südamerikanischen Ländern, was dort für Kriminalität aufblüht, gerade in diesen Metropolen, ja, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit unseren Verhältnissen hier. Ja? Also auch wirklich Gewaltverbrechen und alles. Ne? Und das eben in diesen absolut total katholischen Ländern, ja. Also das bestätigt das auch nochmal, ne? Dass dieser Katholizismus wirklich dort gedeiht, wo eben auch Bildung rückständig ist, aber der Katholizismus eben selber, ja, also an den Früchten erkennst du ja alles, ja, überhaupt nicht zu einem Menschen führt, der da irgendwo der Gewalt abschwört oder dass man eben sagt, Mensch, ne, Statistik hier, guck mal, ne, überall wo katholisch ist, da, Mensch, da leben die Leute in Eintracht und die sind da gebildet und da blüht die Wirtschaft und da gibt es keine Kriminalität und alles. Nee, genau das Gegenteil. Es ist nämlich eine falsche christliche Religion. Das muss man einfach immer wieder verstehen. Wir leben in einer technisierten Welt. Ja, jeder kann sich zum Beispiel vor den Browser setzen, zum Beispiel Google Maps aufrufen und dann den Street View einschalten. Ja. Und dann mal durch so Siedlungen in verschiedenen Ländern fahren und schauen, in welchen Ländern da verbreitet Gitter vor der Tür, vor den Fenster sind und in welchen nicht. Also da kann man schon mal ein wenig die Kriminalität vielleicht daran auch messen. Ja. Aber überall wird diese Idolatrie eben betrieben, ne? Wie das jetzt hier auch zu lesen war, ne? Dass da überall die Rosenkränze hängen. Dann sind die Leute, die Gangster, ne? Alle mit ihren Kreuzen behangen und mit Rosenkränzen, ne? Wie man das auch aus diesen Filmszenen auch zu Genüge kennt, ne? Wo da überall mit christlicher Symbolik, also mit jetzt in Anführungszeichen christlicher Symbolik, weil die gibt es ja nicht, ne? Die gibt es eben nur im Katholizismus, eben dann auch gespielt wird. Ne? Das heißt also, auf der einen Seite, ne, wird Gewalt als normales, moderates Mittel benutzt und auf der anderen Seite wird eben genauso im selben Verständnis auch christliche Symbolik verwendet. Und das ist eben auch wieder mal so ein Beispiel, dass das alles verdreht ist. Alles ist auf den Kopf gestellt, ne? Wie das eben der Antichrist so macht, er stellt alles auf den Kopf, er dreht alles von unten nach oben. Also weiß wird schwarz und als schwarz wird weiß. Ne? So. Ja, wenn ihr euch wundert über das Bild hier, ich versuche gerade mal dieses Buch aufzurufen. Braucht ihr ewig, die ganzen Kommentare zu laden und zu zeigen. Das Doppelgesicht des Papsttums. Weil genau im Doppelgesicht des Papsttums hatten wir damals bei der Lesung, wer sich da noch dran erinnert, darüber gesprochen, über wie in römisch-katholischen Kirchen die Kriminalität sich entwickelt im Gegensatz zu protestantischen Ländern. Ja? Ich bin jetzt gerade mal am Suchen, ob ich das hier irgendwo finde, aber der Computer ist sowas von langsam, geht mit den Kommentaren so langsam. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt welche Kommentare ich da jetzt abgegeben habe. Ich probiere jetzt mal hinzugehen. Seite 304 aber, von 417 sind wir immer noch viel zu weit oben. Weißt du, das hatten wir doch auch hier mal in den modernen Kriegen mal untersucht, ne? Da ging es doch um diesen einen Tempel da, irgendwie in Argentinien war das, glaube ich, ne? In dieses, also wie so ein UFO, ne? Aus Begegnung der dritten Art.
Ja, mir geht es vor allen Dingen um die Tabellen, die damals der James Edgar Wylie ja bereits gebraucht hat, die Aufzählung, wo er das aufzählt mit den, ich weiß jetzt nicht, wo das genau war, hier hier spricht ja auch über Ozeanien, Westindien und so weiter. Das hatten wir alles damals besprochen. Nur wo das jetzt ist mit den Kriminalitätsraten, ich weiß, dass wir es hier besprochen haben. Und wollte dann nur mal eben drauf zurückgehen, dass die Leute auch gerne sich die Lesung Das Doppelgesicht des Papsttums noch einmal antun können, weil da eben auch Information mit drin ist. Und da hat er damals, der Autor, wirklich die römisch-katholische Kirche und die Menschen hier ist das so zum Beispiel, ne? Ist das nicht hier die Aufzählung damit bei? Warte mal. Ich glaube, dass wir da ungefähr sind. Wohlfahrt und so weiter, Frankreich. Aber wenn du das jetzt noch suchst, ne, ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz noch mal von den vorletzten Lesungen das auch noch mal in Erinnerung rufen. Ne? Da hatten wir ja die innerdeutsche Kriminalitätsstatistik angeguckt, ne, von den letzten 3 Jahren. Ne? Und da haben wir auch eine Zunahme, vor allem von diesen politischen Straftaten gesehen. Ne? Und eine Rubrik ist dabei besonders deutlich hervorgetreten. Das ist das sind die Straftaten infolge dieser Klimaprotestbewegung. Ne? Ja, da hat er auch drüber gesprochen. Ne? Ja, da wo er im Grunde angesetzt wird zur Gewalt. Ne? Ja. Genau, richtig. Und wir hatten ja dort wirklich Steigerungsraten von jeweils immer 100% oder knapp um die 100% von Jahr zu Jahr. Ne? Und ihr erinnert euch, dass wir die Betrachtung begonnen hatten, ich glaube, das war im Jahr 2020 oder 2021, das dann bis zum Jahr 2023, und da ging es wirklich, ja, ne? Wir hatten ja die Bundeskriminalstatistik uns angeschaut, steil nach oben, ne? Und ihr erinnert euch, Laudate Deum, ne? Diese Enzyklika, diese sogenannte Sozialenzyklika, die ja im Oktober letzten Jahres ja veröffentlicht wurde, wo dann diese Luise Neugebauer, die ja das Kopf der deutschen Klimabewegung, der Kopf der deutschen Klimabewegung ist, von dieser 666, Entschuldigung, FFF-Bewegung, und sie dort eben auch mit bei diesem Empfang dabei war und wo sie dann in einem Interview ja sich bezogen hat auf den Punkt 58 dieser Sozialenzyklika Laudate Deum, wo der Jesuitenpapst ja selbst festgeschrieben hat, dass dieser Aktivismus notwendig ist und diese sogenannten, radikalen oder sogenannten Aktivisten, ja, eben einen ganz wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten. So, und damit hat er im Prinzip ja nichts anderes gemacht, als dass er dann diese Kriminalität, die ja, wie gesagt, jedes Jahr, ne, von 20 bis 23 immer mehr zugenommen hat, ja wirklich, also das ist ja in Kenntnis, ja, das ist ja da schon passiert, diese Zunahme, dann das wirklich nochmal wirklich, man kann sagen, so zementiert in dieser Sozialenzyklika. Und damit hat natürlich die Neugebauer sich darauf bezogen und hat gesagt, seht her, der Papst, ne, ist auf unserer Seite. So, und das wollte ich bloß nochmal anmerken, als wichtiger Punkt, weil diese Klimaprotestbewegung natürlich auch eine Protestbewegung ist, die 100% von den Leuten verursacht wurde, die auch den Ukraine-Konflikt in die Wege gebracht haben. Und das sage ich deswegen. Und? Warte mal ganz kurz. Das sage ich deswegen so ausdrücklich, weil ich das nämlich gerade durch Zufall vor einer halben Stunde, bevor hier wir jetzt angefangen haben, gelesen habe. Da war ich in einem Skript Ukraine und dann gucke ich in mein Skript Klimakampf, ja, und dann sehe ich durch Zufall dieselben Namen stehen, ne, von der Gesellschaft Jesu, von den Jesuiten. So, und das ist natürlich kein Zufall. Ne? Dieselbe Arbeitsweise, dasselbe Ziel. Ne? So, ich wollte nur noch mich bemerkbar machen, weil ich habe einen Link. Bist du, habe ich dich unterbrochen, Verzeihung? Nee, alles gut. Ich wollte bloß mal den Punkt zu Ende bringen, ne? weil das eben auch wirklich jetzt mir gerade so bewusst geworden ist, jetzt gerade wirklich vor der Lesung. Ne? Ich wollte mich nur dazwischen bemerkbar machen. Ich habe nämlich auch einen Link. Du hast ja vorher gesagt, war das jetzt heute oder schon in der letzten Sendung? Ich glaube, das war in der letzten Sendung, wo dann durch die kirchlichen Kräfte da auf dem Maidan das Ganze
organisiert wurde. Und du sagst ja auch immer, und es ist so, dass dann immer wieder die ähnlichen oder gleichen Muster zutage kommen. Das heißt, die kirchlichen Kräfte haben da Unruhe verunstaltet. Da sind wahrscheinlich auch Menschen lediert worden und zu Schaden gekommen. Und wir kennen aus anderen Lesungen von Jörg schon, was zum Beispiel die Mönche und katholischen Kräfte in damaligen Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg da passiert ist und wie das war. Was ich nicht gewusst habe und viele auch wahrscheinlich nicht wissen, schau mal im Chat, ich habe da wieder aus dem nächsten Kapitel schon, aus dem Avro, mal gesehen, wo das wirklich hier steht, wo dann, also ja, das kann man sich hier. Und ebenso wie in Spanien schlug die katholische Kirche zurück. Sie begann einen Bürgerkrieg, der das Land jahrelang verheerte. Auch in den 30er Jahren kam es in Mexiko zu einer Reihe von Aufständen, Meutereien und politischen Morden, die von katholischen Generälen, Priestern und Laien gegen die legale Regierung inszeniert wurden. Also es ging so weit, die Katholiken zur Ermordung des Präsidenten der Republik aufhetzten. Und im weiteren Verlauf steht hier, die katholische Kirche forderte von den USA in Mexiko militärisch zu intervenieren. Also das sind ja Schauplätze, die wenn man jetzt so Menschen von der Straße fragen würde, kennt man die? Weiß man, wer die Strippenzieher sind? Also da habe ich hier gerade diesen Geschichte. Kapitel... Die Geschichte, Marius, die wird ja immer so angepasst. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Geschichte dann eben so angepasst wird, dass man also überhaupt nicht auf diese Rückschlüsse kommt. Ne? Das ist ja genau dieser Kampf, den wir hier auch führen, dass wir, wenn wir versuchen, Sachen zu recherchieren, immer wieder gegen wirklich verschlossene Türen gehen. Immer wieder. Es ist ganz schwierig, wirklich gute Literatur zu finden, kritische Literatur zu finden. Und gerade auch in den alten, also in dem vergangenen Jahrhundert, ne? 19. Jahrhundert. Das ist so schwierig, da an gute Literatur zu kommen. Die wird nicht mehr digitalisiert. Die letzten Exemplare, die verstauben in den Bibliotheken und man kommt auch nicht mehr ran. Ich habe jetzt gerade auch wieder so ein Thema mit einem Buch, was ich gerne haben möchte und was es absolut nicht gibt. Das kriegst du nicht. Und da musst du dann wirklich dich selber in Bewegung setzen und dann wirklich mal 500 Kilometer mit dem Auto fahren vielleicht. Ne? Also das ist echt schwierig. Und genau. Aber wie das hier alles mit allem zusammenhängt oder vieles mit vielen, ich öffne hier einfach den nächsten Kapitel, bin da irgendwie bei Analphabeten und man hört ja von der Seite, da wurde das von diesen Kräften auf dem Maidan inszeniert. Aha, da war doch was. Man hat ja schon mal gehört, dass dann in Jugoslawien damals auch so Pogrome stattfanden und jetzt zack, schlägt es einen hier entgegen. Mexiko, same procedure every year. Ich meine, jeder redet von Analphabetentum und sagt, ja, das kann ja hier in Deutschland nicht sein. Ich sage euch so, wie es ist, hier in Deutschland gibt es auch Analphabetentum. Und zwar diese ganze Handy-Generation, die nur noch in der Lage ist, mit einfacher Sprache zu denken und zu sprechen. Ja, das ganze Thema ist absolut gegenwärtig, auch bei uns. Ja, die Sprache, die auch dafür oder dazu beigetragen hat, dass sich sowas wie die Reformation hier in Deutschland eben abspielen konnte, setzt ja auch sozusagen einen geistigen Prozess voraus. Das heißt, mit der Sprache denke ich und ich denke und spreche und forme sozusagen Gedanken, die ich in einer anderen, einfachen Sprache überhaupt nicht, die mir überhaupt nicht in den Sinn kommen würden. Ne? Und das ist eben so. Und wenn du die Menschen immer mehr von der Bildung wegbringst oder eben durch Ablenkung eben oder durch Vereinfachung oder durch KI, die sogenannte künstliche Intelligenz, die ja mittlerweile so grassiert, dass gerade in der Schule die Lehrkräfte überhaupt nicht mehr wissen, wie sie Arbeiten bewerten sollen, weil du kannst eine Diplomarbeit komplett über KI-Programme erstellen und selbst der Professor kriegt es nicht mehr raus, ist das ein Duplikat, ist das eine Fälschung, ist das selbst verfasst oder eben nicht. Und das ist eben einer dieser Schritte, ne, wo man eben ja nicht mehr selber denken muss. Ja? Und das führt eben dann in dem Sinne, in Anführungszeichen, zu einem geistigen Analphabetismus. Ja? Und wie gesagt, die Texte, mit denen wir uns beschäftigen, in dieser Sütterlin-Schrift, Altdeutsch, das kann doch sowieso keiner mehr lesen. Analphabetentum heißt es übrigens.
Analphabetentum heißt es, nicht Analphabetismus. Ja, egal. Ja, also, ich hab, ja, ist ja wurscht. Ich habe die ganze Zeit gesucht und gesucht und gesucht. Ich habe du hast nie gefunden, Videoliste jetzt, ne? Ich habe ein Stück gefunden aus dem Buch, das ich gerne mal eben vorlesen möchte mit eurer Erlaubnis. Ja, gerne. Also aus dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums: Geschichte, Lehren, Geist, Einfluss, Zustand und Aussichten der römischen Kirche von James Edgar Wylie aus 1853. War das Papsttum in einer Hinsicht die zentralisierteste aller Gewaltherrschaften, so war es doch andererseits auch die am weitesten verzweigte. Von den sieben Hügeln aus ward die Welt mit einer Menge Unterpapsttümer beglückt. Das heißt, die Vermischung der beiden Regimente wiederholte sich unter päpstlicher Autorität mit allen in allen anderen Staaten und ließ der Freiheit nicht einen Zoll breit Raum. Jeder Regierende, vom Monarchen bis zum letzten Beamten, war, Kraft der Theorie, dass die Könige dem Papst allein, wie dieser Gott allein, verantwortlich seien, ein Glied des Papsttums, und jeder hatte seine Stelle und sein Amt in dieser furchtbaren Organisation nur zur Unterdrückung der Welt und zur Förderung des Glanzes der dreifachen Krone, der päpstlichen Tiara. Das, was er hier jetzt beschreibt, könnt ihr eben in Bezug nehmen auf das, was wir gerade über die Philippinen gesprochen haben. Ja? Jeder Beamte, was hatte ich hier vorgelesen, vom Monarchen bis zum letzten Beamten, ja, also jeder in der Regierung tätig. Bundeskanzler. Ja, jeder in der Regierung tätig, also jetzt sind nur auch die Philippinen bezogen, aber in Deutschland natürlich auch. Wie sehr durch diese unheilige Verbindung von Staat und Kirche die Religion geschändet, zur Beschönigung der ärgsten Verbrechen und hochmütigsten Ausmaßungen gemissbraucht worden, brauchen wir nicht weiter auseinanderzusetzen. Virgils Worte: Wer mit dem Gipfel, wie mit dem Gipfel ersteigt in die himmlischen Lüfte, ebenso senket sein Fuß sich tief in des Tartarus Gründe, sind schon eine Beschreibung dieser grauenvollen Kirchenpolitik. Die wahre Religion hatte in dieser entsetzlichen Mischung geistiger und weltlicher Gewalt, die keine Komposition, keine Kombination mehr, sondern eine Konspiration der schlimmsten Elemente, um Gott zu trotzen und die Welt zu zerstören, genannt werden muss, keinen Raum, floh darum erschrocken in die Höhlen der Erde und versuchte unter ewigem Schnee und unzugänglichen Klippen seine Zufluchtsstätte. Eine Verweisung auf die Waldenser. Die praktischen Folgen dieser heillosen Theorie konnten natürlich nicht ausbleiben, und jahrhundertelang hat Europa in allen seinen Staaten die Missbräuche des papistischen Regiments schwer empfinden müssen. Wohl wissend, dass jeder Strahllicht seine Herrschaft gefährdete, ward das Papsttum im Instinkte der Selbsterhaltung der große Konservator der Unwissenheit, der unversöhnliche Todfeind der Wissenschaft. Es werde Licht, lautete des Schöpfers. Es werde Finsternis, des Papismus erstes Gebot. Und es ward finster. Zuerst wurden die großen Lichter der Offenbarung von Gott zur Erhaltung der Frömmigkeit und Freiheit der Erde geschenkt, ausgelöscht. Danach die klassische Gelehrsamkeit entmutigt und in Missachtung gebracht, worauf Geschichte, Politik und Philosophie dasselbe Los teilten. Sie wurden für Wölfe erklärt, auf welche die römischen Jäger fahndete. Die Künste wurden zwar beibehalten, aber in den Dienst des Aberglaubens gebracht, schönen gefangenen Jungfrauen ähnlich, welche dem Siegeswagen eines Triumphators folgen mussten. Ein neues Barbarentum ward über die Welt gebracht, Italien sogar seiner Wissenschaft beraubt. Der Papismus, dem Paganismus Roms und Griechenland sonst so ähnlich, tat hierin das Gegenteil. Und so weiter und so weiter. Ich komme ja immer noch nicht auf die Aufzählung der Ich glaube, das hattest du schon mal gesucht. Kriminal, und ja, ich habe es gesucht. Ja, ich glaube, das war schon mal, ja. Ja, ich habe gerade gesucht, in welchem Video das ist. Ich dachte hier Nummer 53, Einfluss des Papismus auf die Staaten, Papsttum, Konservator der Unwissenheit, dass es da drin stehen würde. Das mit der Unwissenheit haben wir gerade eben gelesen. Das nächste heißt hier eben, es wäre Finsternis. Ich werde das irgendwann nochmal raussuchen und werde euch das nochmal aufzeigen. Aber es steht in diesem Buch drin, und ihr könnt ja gerne mal die Lesung folgen. Das ist ja nicht die schlechteste Lesung, die ich je gemacht habe. Da sind in der biblischen Prophetie einige Fehler darin, die ich in der Zukunft beheben werde. Dazu hatte ich bis jetzt noch keine Gelegenheit. Aber das Buch ist ansonsten ein wahrer Segen, um zu lesen. Ja, das nur mal eben dazu.
Jörg, wollen wir uns nochmal diesen zweiten Schritt nochmal zu Gemüte führen aus dem Skript? Wir waren ja jetzt bei diesen empfohlenen Gebetsschritten. Ich habe jetzt bloß erstmal die ersten zwei hier drin. Ja? Also, der erste war ja, verlassen Sie sich voll und ganz auf Gott und also auf den. Also auf diesen weltlichen Gott, ne? Und ja, bitten Sie ihn, in die Geschichte unseres Volkes einzugreifen. Ne? Und dann nach den Philippinen, ein Wurf hier von mir, gibt es noch den zweiten Schritt, Jürgen. Und der hat es, denke ich mal, auch nochmal richtig in sich. Dann lesen wir doch mal von dem zweiten Schritt. Ja, das würde ich sagen. Weil dieser zweite Schritt besagt, dass, Zitat, jeder Tyrann eine Sünde für das Volk ist, Ende Zitat. Und das Gebet listet die Sünden des Volkes auf, von der Abtreibung bis zur Korruption. Der dritte Schritt, vergebt unseren Feinden, weist darauf hin, dass Vergebung nicht bedeutet, den Kampf aufzugeben. Nicht bedeutet. Also das wird dann schon wieder mit Kasuistik und Sophistik wieder so umgedreht, ja. Und was heißt denn das jetzt nochmal ganz kurz, ne? Wie kann ich denn vergeben, wenn ich den Kampf fortsetze? Ja, eben. Das ist doch in sich vollkommener Quatsch. Naja, es sei denn, man ist eben ja waschechter Katholik, dann macht das natürlich Sinn, ne? Ja. Ja, gut. Und damit meinen wir nicht die Liberalen, ne? Sondern die Ultramontanen, ne? Also ja, und damit die meinen wir auch nicht den normalen kleinen Katholiken, der am Sonntag in die Kirche geht und sich auf die Knie begibt und den Papst als Gott akzeptiert, der einfach zu dumm ist, um diese Dinge nachzuschauen, weil er da gar kein Interesse dran hat, sondern damit meinen wir die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Richtig, das System. Ja. Also wenn wir über Katholiken sprechen, und diesem, dann meinen wir das System. Ne? Nicht den kleinen Mann auf der Straße. Nee, den laden wir herzlich ein, zu diesen Lesungen hier teilzuhaben und wie? Gerne immer schön und zu kommentieren. Wie? Ja? Davon hängt es ab, dass die Leute endlich mal aufwachen und diese Lesungen hier sehen. Ja. Oder sich zumindest für das Thema interessieren. Ja. Anisimov sagte, die UOC habe in dieser Angelegenheit eine Anfrage an den Nuntius gerichtet und warte noch auf Antwort. UOC ist die ukrainische katholische Kirche, ne? Nee, die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Orthodoxe Kirche, ja, meine ich. Ja, ich meinte nicht die römisch-katholische, sondern die orthodoxe Kirche, da die von der griechischen Kirche abgespalten war. Ne? Ja, genau. Also, das ist im Prinzip die Rom, die von Rom kontrollierte orthodoxe Kirche. Ne? Ja. Das ist die nach dem Kiewer Patriarchat. Ja. Ne? Das ist die also von Rom kontrolliert wird. Ne? Genau. Die Quelle dieses Gebetsbuchs der Revolutionäre wurde auf Russisch geschrieben und dann ins Ukrainische übersetzt. Da der Text viele Russizismen und Entstellungen aus dem Russischen enthält. Außerdem wurde es vor langer Zeit zusammengestellt, denn die darin enthaltenen Daten über Abtreibungen sind schon mehrere Jahre alt. Es ist wahrscheinlich, dass es sich um eine Art universellen ideologischen Text handelt, den die Katholiken an bestimmte Länder anpassen, in denen die Notwendigkeit besteht, Tyrannen zu stürzen. Einen universellen ideologischen Text, ja? Ja. Einen katholischen ideologischen Text, ne? Universell, katholisch, dasselbe Wort, ne? Das stimmt eigentlich, also. Einen Tyrannen zu stürzen, erinnern wir uns bitte an die Aussage INRI aus dem Eid der Jesuiten, SS Rechtens, ne? Und so weiter und so weiter. Ja. Heretische Könige zu stürzen, ne? Und so ist das. Ne? Und heretisch ist eben, der nicht sich dem Papst unterstellt. Ne? Und das ist eben, ja, das Problem. So, und jetzt geht es noch weiter, weil ne, wir sind ja jetzt erstmal richtig also warm gelaufen. Habe ich noch was gefunden von einer gewissen Olga Chetverikova, ebenfalls ein russischer Bericht mit dem Titel »Der Ukraine wird gesagt, sie soll den Russen in dir töten«, vom 27. Februar 2014. Los geht's. Der Ukraine wird gesagt, dass sie den Russen in dir töten soll. Es wurde oft gesagt, dass nach Syrien alles auf uns übertragen wird. Und jetzt ist's passiert. Denn wenn wir über den geopolitischen Inhalt sprechen, ist die Ukraine ein Teil des historischen Russlands, sagte die Kandidatin der Geschichtswissenschaften Olga Chetverikova der Zeitung Izgled. Jetzt geht's tatsächlich um die Zerstörung des Gedächtnisses des russischen Volkes in Malorossia, Kleinrussland, und die Liquidierung der russisch-orthodoxen Kultur. Der Staatsstreich in der Ukraine kann zur Auflösung dessen führen, was uns noch verbindet: die kirchliche und geistige Einheit. Bisher gehörte trotz der Existenz einer schismatischen Kirche in der Ukraine
der selbsternannten ukrainischen orthodoxen Kirche, des sogenannten Kiewer Patriarchs, also die vorher genannte UOC, ne, das meinte ich, die Mehrheit der orthodoxen Ukrainer zur ukrainischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Wiskliat. In den Jahren der Unabhängigkeit der Ukraine hat die Orthodoxie dort bereits eine Reihe schwerer Schläge erlitten. Sowohl durch Schismatiker als auch durch den Vatikan und Protestanten. Worauf Chetverikova antwortet, alles, was in der Ukraine getan wurde, zielte auf die Zerstörung der Orthodoxie ab. Mit verschiedenen Mitteln und Methoden. So, und jetzt werde ich mal eben diese Lesung hier stoppen und werde ganz klar sagen, was die Chetverikova hier mit diesem einen Satz sagt, ist die Zusammenfassung des ganzen Buches Kreml und Vatikan. Es geht darum, die orthodoxe Kirche in allen Formen überall zu vernichten und wieder dafür zu sorgen, dass die Gläubigen unter die Fittiche von Rom zurückkommen. Alles, was der Ukraine angetan wurde, alles, was Russland angetan wurde, kann man genauso gut sagen, zielte auf die Zerstörung der Orthodoxie ab, der orthodoxen Kirche. Der Kirche, die sich aus der Ostkirche entwickelt hat, die damals sich der Westkirche und dem Kaiser, oder besser gesagt dem Papst in Rom, nicht unterworfen hat. Ich meine, wir müssen uns doch mal erinnern, Konstantin war ein römischer Kaiser, ein weströmischer Kaiser, der nach Byzantium ging und dort Konstantinopel errichtet hat, die Stadt nach seinem Namen Konstantin benannt. Und das Kaisertum, das römische Kaisertum, wurde seitdem aus dem Osten regiert. Im Westen gab es keinen Kaiser mehr, aber es gab einen Papst, der das Machtvakuum ergriffen hat. Das ist biblische Prophetie. Das ist die Erfüllung von Offenbarung 13, unter anderem. Ja? Der Kaiser war die ganze Zeit im Osten, bis der Papst im Westen, in Rom, sich erlaubt hat, den Sohn von Pépin, dem Franzosen, der nach Deutschland rüberkam und die Sachsen abgeschlachtet hat, Charlemagne oder Karl der Große, wie wir ihn nennen, um den zum Kaiser zu krönen. Auf einmal gab es einen Westkaiser, den der Papst sich angemaßt hat zu krönen. Wo der Papst sich über den Kaiser gestellt hat, wo er immer dem Kaiser unterworfen war. Und Gerald, wenn du dich erinnerst, ich habe dir letztens eine Sendung geschickt von Tom Fress. Ja. Mit dem Verweis auf Seite 362 in dem Buch The Papacy and the Civil Power von R.W. Thompson. Mhm. Wo genau dieser Teil geschrieben steht, wo R.W. Thompson ganz klar deutlich macht, das war ein Umsturz, das war ein Betrug, wo der Papst den Kaiser im Osten betrogen hat und der König Pépin aus Frankreich genauso seinen Kaiser betrogen hat. Und dann Karl der Große im Jahr 800 vom Papst zum Kaiser gekrönt wurde. Das war eine Revolution, das war ein Umsturz, weil der Kaiser saß in Konstantinopel und da war die Ostkirche. Und knappe 200 Jahre später hat es ein Schisma gegeben, eine Teilung zwischen den beiden. Und der Osten ist seinen Weg gegangen und das ist, was wir heute die orthodoxe Kirche nennen und das ist, was wir heute den Osten nennen und der Rest ist im Westen geblieben und hat sich dem Antichristen unterworfen. Und mal ganz kurz in einigen simplen Worten, ja, und die Chetverikova gibt mir hier also wirklich die Munition ins Maul, um das mal eben zu sagen. Ja, alles, was in der Ukraine getan wurde, ja, aber auch alles, was in Russland getan wurde, zielt auf die Zerstörung der Orthodoxie ab, weil die orthodoxe Kirche ist der römisch-katholischen ein Dorn im Auge. Sie ist eine Kirche, die nach ihrer Ansicht eigentlich gar keine Kirche ist, weil es gibt nur die römisch-katholische Kirche, außer ihr gibt es keine Erlösung, andere Kirchen gibt es nicht. Alles andere sind nur abtrünnige Sekten und nach Vatikan II natürlich auf einmal zwischen Anführungszeichen getrennte Brüder, Brüder anstatt Heretiker. Ja, genau. Gut, du hast ja aufgepasst, Gerald. Ich habe auch mal meine hellen Momente. Herrlich, ne? Aber schau, wenn man dieses Verständnis hat und dann liest man so einen Satz hier,
dann kann man gar nicht anders als diese Kommentare bringen und den Leuten das nochmal ins Gedächtnis zurückrufen, was da ist. Und diese wahre Geschichte, was wirklich dahinter stand, wie der Karl, der Große, es gab ja zwei Söhne von Pepin, den Karl, den Ersten da und den Charlemagne da, der dann der Karl der Große wurde, der Charlemagne. Dieses Teil aus dem Buch von R.W. Thompson, das Papsttum und die bürgerliche Macht, das zeigt das ganz klar auf, was da damals abgegangen ist und wie das Papsttum eben die Situation oder die Position erreicht hat, die er heute hat. Mhm. Ja? Und darauf hingearbeitet hat. Ne? Übrigens, kleiner Fun Fact. Dieser Armin Laschet, ne, den kennt er ja noch alle, ne? Ja. Von diesem Ahrtal, von diesem, wo der sich ja so köstlich amüsiert hat, ne? Der versucht ja wirklich schon zwanghaft, ja, über Jahre hinweg, irgendwie zu beweisen, dass sein Familienstammbaum irgendwie von Karl dem Großen abstammt. Ne? So, damit seht ihr mal die geistige Nähe von unseren Politikern, ja. Das ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Idol, nicht nur damals, ja, sondern auch immer noch heute. Und denkt auch immer noch, bitte, und das ist jetzt kein Spaß mehr, an den sogenannten Karlspreis. Ne? Ihr erinnert euch. Ne? Und schaut gerne dort selber nochmal rein, ja, wer dort überall ja, Preisträger ist und war. Ne? Da sind sämtliche Päpste der jüngeren Geschichte drin zu finden, sämtliche ja, europäischen Politiker, sämtliche Bundespräsidenten, Bundeskanzler, er findet im Prinzip alles, was Rang und Namen hat, dort irgendwo wieder. Ne? Also das ist ganz hochkarätig. Da kommst du nicht einfach so hin. Und auch unser Zelensky, unsere Marionette aus der Ukraine, ja, auch die hat dort entsprechend ja, die ja, Ehrung erhalten, ja, den Ritterschlag erhalten, ne? Und eben natürlich klar, er muss jetzt weiter, ne? Auf Linie bleiben. Ne? Kleiner Kommentar von mir, du hast gesagt, alles was Rang und Namen hat, alles was Rang und Namen in dieser Welt hat, für einen wahren Christen, kein einziger davon Rang und Namen, das nur mal eben zur Verdeutlichung, weil wir sind ja eine christliche Vereinigung, das muss man ja deutlich sagen. Ja. Überall mischen sie durch, überall greifen sie durch, stiften Unruhe und ob das jetzt hier Europa ist und USA, Südamerika, aber in China sind die doch so eigenständig, die haben doch ihren Buddhismus und so weiter und die Tibetaner, was lese ich hier in dem Avromenhetten-Kapitel, dem letzten? Darüber hinaus hatte die katholische Kirche begonnen in China, eine nationale Hierarchie aufzubauen. Beim Kriegsende regierten in chinesischen Diözesen mehr einheimische Bischöfe als in anderen kolonialen oder halbkolonialen Ländern. Mhm. Ja, das sind die auch schon am Durchmischen. Ja. Ja. Überall, ne? So, wir lesen weiter. Ich möchte ja die Aussage der Chat Verikova gerne weiterlesen, nur es war halt der erste Satz, wo ich doch fand, dass ein Kommentar eben mal angebracht war. Ne? Ja, das wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein. Nee, fürchte ich auch. Also in den Jahren der Unabhängigkeit der Ukraine hat die Orthodoxie dort bereits eine Reihe schwerer Schläge erlitten, sowohl durch Schismatiker als auch durch den Vatikan und Protestanten. Darauf, wie gesagt, die Chat Verikova antwortet, alles, was in der Ukraine getan wurde, zielt auf die Zerstörung der Orthodoxie ab. Mit verschiedenen Mitteln und Methoden. Wie heißt es in Kreml und Vatikan? Mit neuen Wegen zum alten Ziel, ne? Es gab eine tragische, für den Weltkrieg weitgehend unsichtbare Entwicklung. Und wenn sie doch an die Oberfläche kam, wurde sie oft nur oberflächlich beurteilt. Unter den Kräften, die auf die Zerstörung der Orthodoxie abzielen, ist in erster Linie der Vatikan zu nennen, der eine Strategie verfolgt, um die Orthodoxen in der Ukraine nicht nur zu spalten, teile und herrsche, sondern sie unter seine Kontrolle zu bringen. Dies geschah durch die Aktivierung der griechischen Katholiken. Wir erinnern uns, wie das alles in den 90er Jahren geschah.
Nachdem der Status der griechisch-katholischen Kirche durch Gorbatschows Dekret wiederhergestellt worden war, begannen sie, die Kirchen in der Westukraine gewaltsam zu übernehmen, indem sie sie angriffen und sogar physische Gewalt anwendeten. Einige unserer Diözesen dort hörten praktisch auf zu existieren, weil sie nur noch wenige Kirchen hatten. In der Zentralukraine führten sie eine Spaltung durch, nachdem der Metropolit Filaret, das Oberhaupt der sogenannten orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats wurde und sich vom Moskauer Patriarchat abspaltete. Man muss hier wissen, dass die griechisch-katholische Kirche, also die griechisch-orthodoxe Kirche, ja, wie sie auch genannt wird, sich im Zweiten Vatikanischen Konzil Rom ergeben hat. Es geht also nur noch um die russisch-orthodoxe Kirche, die auf griechischem Vorbild glaubensmäßig aufbaut. Aber die griechisch-orthodoxe Kirche hat sich inzwischen ergeben. Und als sie nochmal aufgemupft hat, da haben sie Griechenland wirtschaftlich total kaputt gemacht, wie wir uns von vor einigen Jahren, 10, 12, 13 Jahre her inzwischen, glaube ich, erinnern können. Da liest jetzt mal weiter. Da ist nämlich ein kleiner Artikel noch von mir, von Vatican News vom 31. August 2022. Also wir sind auch nicht durch mit dem Artikel, mit der Olga, sondern das ist jetzt nur noch mal, um hier auch euch noch mal bildlich das noch mal darzustellen. Ne? Ja. Also ihr seht ja auf der linken Seite, ne, den Michail Gorbatschow, ne, dessen ja. Name mir erst so wunderbar empfallen ist und hier in trauter Eintracht, ne, mit dem Antichristen, ja, Johannes Paul dem Zweiten, ne? In Handschlag. Ne? Und ich möchte es noch einmal zur Sprache bringen. Ich habe es ja schon bereits einmal oder mehrere Male zur Sprache gebracht. Das gibt ja immer wieder neue Zuschauer, die es nicht wissen. Bei, ich weiß nicht, ob es dieses Treffen war, aber einem Treffen Gorbatschows mit diesem Antichristen, mit diesem Papst, zusammen, wo Gorbatschow seine Frau Raisa dabei hatte, hat er protokollarisch festgehalten, gesagt, Raisa, siehe hier die moralischste Person in dieser Welt. Der Papst. Die Spitze der Moral, die Spitze der Edelhaftigkeit oder wie auch immer er das da genau verwortet hat. Der Ekelhaftigkeit? Edelhaftigkeit. Ja, man kann hier die zwei Buchstaben wunderbar austauschen. Ja, vor allem bei der Entfernung wird, da kann auch mal ganz schnell mal was verloren gehen. Ja. Ne? Oder sich verbrennen. Ja. Also Raisa, siehe hier die Personifikation der Moral dieser Welt. Und er meinte das im positiven Sinne. Ja. Gut, noch wenige Jahre zuvor wäre eine solche Szene noch undenkbar gewesen. Am 1. Dezember 1989 trafen sich zum ersten Mal der mächtigste Mann der kommunistischen Welt und das Oberhaupt der katholischen Kirche. Die diplomatischen Kontakte zwischen dem Heiligen Stuhl und der Russischen Föderation entwickelten sich in den folgenden Jahren. Gorbatschows Nachfolger Boris Jelzin, später Dmitri Medvedev und zuletzt noch im Juli 2019 Wladimir Putin kamen zu Papstaudienzen und Dienstgesprächen in den Vatikan. Ihr könnt sicher sein, dass wenn Putin 2019 im Vatikan war, er nochmal ganz deutlich gebrieft wurde, was er bitteschön in den nächsten Monaten mit Ukraine anzufangen hat. Themen waren die großen Fragen von Frieden, Gerechtigkeit, Rüstungsbegrenzung, Klimaschutz sowie die Kriegs- und Krisenherde der Welt, insbesondere im Nahen Osten. Mit anderen Worten, Themen waren die Krisenherde dieser Welt. Wo können wir noch Krisen erfinden? Die kommenden Krisen in dieser Welt. Ja, genau. Ja. Wo können wir noch Krisen hinbringen? Wo können wir noch welche anfangen? Wo können wir noch Kriege anfangen? Insbesondere im Nahen Osten, wenn ihr glaubt, dass ihr auch nur ein Wort Wahrheit gehört habt über Hamas und Israel in den Nachrichten, dann habt ihr euch aber fürchterlich verschätzt. Ein Punkt aus der Gipfelagenda von 1989 ist bislang immer noch nicht umgesetzt. Gorbatschow hatte den Papst zu einem Besuch in die Sowjetunion eingeladen und Johannes Paul II. Hatte spontan zugesagt, sofern die Lage es ihm möglich mache. Doch ein Moskau-Besuch des Papstes ist bis heute nicht in Reichweite. Nach Ansicht des russisch-orthodoxen Patriarchats war die Zeit dafür bislang noch nicht reif. Und der russische Angriff auf die Ukraine und dessen Deckung durch das Moskauer Patriarchat haben die Beziehungen weit zurückgeworfen. Stattdessen kommt der Papst nach Belgien im September dieses Jahr. Ach du, er kommt sogar hier nach Löwen in meine Stadt. Nein. Weil die katholische Universität in Löwen 600 Jahre
Existenz feiert. Ach, das aber. Das ist doch mal schöne Symbolik, oder? Ich Der muss mir Papst kommt zu dir. Ich muss mir im September dringend ein paar Tage frei nehmen. Ich weiß nicht, ob ich dann auch Taxi fahren will. Oh, ja, am besten Urlaub weit weg. Kommst ja, du zu uns? Ja, genau. Eventuell. Am besten weit in den Osten. Aber ist das nicht interessant? Noch nicht reif, ja? Was heißt denn das, noch nicht reif? Ne? Das muss man sich alles ein bisschen auch überlegen. Ne? Ich meine, hier ist also auch klar, dass dieses Pendel, an das ihr euch erinnert, natürlich erst in Bewegung gesetzt werden muss. Und ihr seht ja hier, dieser Konflikt, dieses Schisma, ja, was ja sozusagen dann im Hintergrund ja dieser Konflikt ja, ist. Und man versucht eben über Einflussnahme, über die weltlichen Politiker eben eine Situation zu schaffen, in der eben, ich sage es jetzt mal, mal ganz simpel, Orthodoxe gegen Orthodoxe Krieg führen. Denn im Moment ist das ein Krieg, ist es ein Bruderkrieg, wo sich die orthodoxen Menschen gegenseitig töten. Und das erinnert mich ein bisschen an die Worte, die ich mal gehört hatte in der Lesung, wo ich glaube, Jörg, du hast gesagt, dass bei der Landung in der Normandie, ne, die Deutschen, die ja mehrheitlich protestantisch geprägt waren, ja dann auf die ersten Angriffswellen gestoßen sind, die natürlich da mit den entsprechenden Mitteln abgewehrt hatten. Und das war. Was ich gesagt hatte, war, dass die Angriffstruppen, die aus England über die See kamen, auf die Normandie hin, dass die amerikanischen Soldaten, die dafür ausgewählt wurden, diese erste Spitze zu bilden, Soldaten waren, wo man an ihren Hundemarken, wie man diese Marke um den Hals nennt, erkennen konnte, dass sie Protestanten waren. Das heißt, da wurden die Protestanten verheizt, auf die Deutschen ihre Maschinengewehrsalven gehalten hatten, die ja da wie Enten auf dem Schießstand oder Hühner auf dem Schießstand da hinlaufen und da abgeschossen wurden. Ja. Also es waren die Amerikaner, die da speziell dafür gesorgt hatten, dass bei diesen Angriffswellen über das Meer die Soldaten, die da die ersten Landungen gemacht hatten, dass das Protestanten waren, die da verheizt wurden. Und das steht, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Buch Vatican Assassins Wounded in the House of My Friends von Eric John Phelps. Das wäre noch mal interessant, das nochmal rauszufinden, Jörg. Ich weiß nicht, ob es in dem Buch steht. Ich weiß nur, dass er da in Sendungen drüber gesprochen hat, weil er hatte früher 24/7 World Radio Sendungen, die habe ich regelmäßig gehört. Da wusste ich schon, dass man mit dem Mann vorsichtig sein muss, aber die Information, die er teilweise gibt, ist ja wirklich unglaublich viel wert. Aber man kann es ja gerne mal nachforschen. Also er hat das irgendwo veröffentlicht. Ob das jetzt in dem Buch war oder in einem seiner anderen Pamphlete, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ja. Ne? Aber wir sehen es ja jetzt auch hier. Ne? Es ist ja de facto ein Krieg von Orthodoxen gegen Orthodoxe. Das ist Fakt. Das ist so. Ja, wenn ihr seht, teilweise zurück, es geht ja auf das zurück, was du am Anfang dieser Sendung von mir eingespielt hast, aus der Lesung von Kreml und Vatikan. Ne? Dass der Vatikan eben keine eigenen Armeen braucht, wenn er all die anderen Staaten gegeneinander aufwiegelt und zwei Staaten oder mehrere Staaten gegeneinander kämpfen lässt und immer als Sieger da hervorgeht, weil er die Armeen kontrolliert. Das ist ja genau das. Richtig. Ja. Na, und der Gewinner ist der Vatikan. Ne? Das hört ihr nicht in Nachrichten. Ja, das ist eben ad majorem Dei Gloria, ne? Zur größeren Ehre Gottes, des Mannes in Rom, der ja als Gott anerkannt wird. Ne? So ist das. Ne? Genau. So, jetzt geht's weiter in den Text mit der Chetverikova, mit der Olga Chetverikova nochmal. Der nächste Schlag traf den atheistischen, nicht-religiösen Teil der ukrainischen Gesellschaft. Protestanten, Scientologen und okkulte Sekten begannen, um ihre Seelen zu kämpfen. Sie haben schon immer mit der Elite, den Intellektuellen und denjenigen zusammengearbeitet, die Slogans verkünden und Ideen verbreiten. Sie sind vor allem im Zentrum und im Südosten des Landes tätig, wo die griechisch-katholische Bevölkerung schwach ist. Und ihr Fehlen wurde durch die Arbeit der Baptisten und Scientologen kompensiert. Sie sind genau wie die griechischen Katholiken in die Systeme der globalen Weltordnung eingebettet. Und da habt ihr eine Bestätigung dessen, was ich gesagt habe, Zweites Vatikanische Konzil, griechische Katholiken sind zu Kreuze gekrochen beim Vatikan, im Zweiten Vatikanischen Konzil und arbeiten für die europäische Integration. Sie sind in der Führungselite der Ostukraine sehr aktiv, aber nicht nur im Osten. Zum Beispiel ist der neue Ministerpräsident Jasenjuk ein Scientologe.
Ja, das ist noch dieses Gesicht, ist bestimmt der eine oder andere noch ja, in Erinnerung. Ne? Mittlerweile ist er irgendwie abgetaucht. Natürlich alles Multimillionäre, ja, die haben sich alle an unseren Steuergeldern ja, wunderbar satt gemästet. Und ja, wie gesagt, das ist das Bild noch. Ne? So, und dann, wie gesagt, geht es weiter mit der Zeitung. Skliat. Die Schaffung einer von Moskau unabhängigen Ortskirche in der Ukraine wird ein Sieg für den Vatikan sein, weil er einen Verbündeten im Kampf gegen Russland gewinnt. Worauf Chetverikova sagt: Natürlich, denn der Vatikan ist der wahre Herr nicht nur über die griechischen Katholiken, sondern auch über diejenigen innerhalb der UOC, die für die Spaltung arbeiten. Der Vatikan selbst ist an dem System zur Schaffung eines globalen Staates direkt beteiligt. Kürzlich sagte der stellvertretende US-Außenminister: Wir schätzen die Schlüsselrolle, die der Vatikan in der Weltpolitik spielt. Erinnert euch noch an die Worte von Francis Rooney aus dem Buch Global Vatican, das ich ja vorgelesen hatte vorhin in der Einleitung in dieser Viertelstunde, die Gerald ausgeschnitten hat? Es geht um die ideologische Arbeit des Vatikans. Es geht um die Rolle, die er beim Aufbau der neuen Weltordnung spielt, die eine Wiederherstellung der alten Weltordnung ist, wo er an der Formulierung der religiösen und weltanschaulichen Grundlage für den Weltstaat führend beteiligt ist. Er ist nicht führend beteiligt, er ist die Führung davon, der Vatikan. Ja? Witzklärt sagt: Während der 3 Monate des Maidan gab es viele Vertreter der griechisch-katholischen Kirche und der Philister. Aber auch die Jesuiten arbeiteten dort direkt mit. Wie wurde der Maidan im Allgemeinen versorgt? Die Antwort der Chetverikova: Wir wissen, welche aktive Rolle die griechischen Katholiken gespielt haben, die den Maidan tatsächlich gesegnet haben. Sie fungierten als spirituelle und ideologische Führer. Sie waren ständig auf dem Maidan präsent. Ihre Kirchen wurden zu Stützpunkten für die Aktivisten. Sie schliefen dort, sie wurden dort verpflegt, ihre Gehälter wurden dort verteilt. Der Maidan war im Allgemeinen nach dem Prinzip eines Staates im Staat organisiert, eine Art Körperschaft mit eigenem Lebenserhaltungssystem. Kommentar? Ja. Fünfte Kolonne. Ja, natürlich. Ja. Ich dachte nicht, dass ich das noch hätte ja sagen müssen, ja. Der Staat im Staat, ne? Die fünfte Kolonne, ne? Die griechischen Katholiken, aber schön, Gerald, dass du das bringst. Also ich bin ganz positiv überrascht heute in dieser Ja, wie Sendung gesagt. von dir. Ja, ich auch. Ausnahmsweise von mir selber. Du hast unglaublich weise Momente heute. Ja, aber das ist wirklich, also, ja, ich sag mal nicht, es liegt wahrscheinlich am Kaffee. Die griechischen Katholiken wurden zum ideologischen Rückgrat des Maidan. Und ihr freimütiges und unverschämtes Verhalten war auf die starke Unterstützung zurückzuführen, die sie vom Vatikan erhielten. Bereits Ende November, ganz zu Beginn des Maidan, durfte das Oberhaupt der ukrainischen griechischen Katholiken zum ersten Mal in der Geschichte gemeinsam mit dem Papst an der Liturgie teilnehmen. Außerdem wurde die Liturgie zum Gedenken an Isofat Kunstsevich abgehalten, der in der russischen Geschichte als Henker und Zerstörer des orthodoxen Volkes bekannt ist. Also genauso hätte man eine Liturgie für Karl den Großen in Deutschland abhalten können. Ja? Und Papst Franziskus segnete die griechischen Katholiken im Geist von Kunstsevich zu missionieren. Das war in der Tat ein Signal. Es wurde ihnen gezeigt, dass ihr jetzt machen könnt, was ihr wollt. Wir stehen hinter euch. Die römisch-katholische Kirche hat den Sieg errungen und herrscht jetzt wie ein wilder Löwe. Es ist sehr bemerkenswert, dass der Vatikan während der Konfrontation keine einzige Erklärung abgab. Er schwieg, weil alles von seiner Armee erledigt wurde, die auf dem Maidan präsent war. Vertreter des Opus Dei, eine Geheimorganisation innerhalb der Jesuiten, wurden dort gesehen und der Malteserorden sowie alle anderen katholischen Strukturen und Stiftungen, die in der Ukraine tätig sind, haben offen gehandelt. Die Malteser verteilten die Broschüre Gebetbuch der Revolutionäre, 5 Schritte zum geistigen Sieg in der Ukraine, wo wir früher drüber gesprochen haben. Der Vatikan setzte also alle seine Kräfte ein, um diesen Staatsstreich auszulösen. Und als alles vollbracht und die Regierung gestürzt war, erklärte der Vatikan die Notwendigkeit eines Endes der Gewalt und der Versöhnung.
das war's. Es ist vollbracht. Jetzt können diejenigen, die sich der neuen Regierung widersetzen, zu Verbrechern erklärt werden. Und heute wurde im Vatikan ein Gebetsgottesdienst für die europäische Zukunft der Ukraine abgehalten. Gerald, ich würde die Sendung gerne in diesem Augenblick beenden, ja, weil das, was hier gerade gesagt wurde, hat so eine starke Gewichtigkeit, dass es vielleicht nur interessant ist, da nächste Sendung nochmal drauf einzugehen und das zu kommentieren und ein wenig zu untermalen. Vor allen Dingen gerade mit den Worten, es ist vollbracht, musste ich daran denken, an die Worte Jesu Christi am Kreuz, die wirklich etwas vollbracht haben, im Gegensatz zu den Worten der römisch-katholischen Kirche, die dort nur einen Schritt weiter ihrem Ziel gekommen ist. Aber sie geht jeden Weg, der nötig ist, und macht jeden Schritt, um selbst mit allen möglichen neuen Mitteln zu diesem alten Ziel zu kommen, der neuen Weltordnung. Das wunderbar beschrieben wurde von der Tscherikowska hier in diesem, oder wie sie hieß da, in diesem Papier gerade eben. Ich möchte da wirklich gerne nächstes Mal vielleicht nochmal kurz drauf eingehen und dann weiterlesen, weil ich glaube, dieser Artikel ist sehr wertvoll und sollte nicht so mal eben überflogen werden. Nur da wir inzwischen schon bei beinahe fast 2 Stunden sind, denke ich, ist es gut, wenn wir uns die Zeit nehmen für ein paar vernünftige Schlussworte. Sicher, wenn wir Marius zum Schluss nochmal kommen lassen, weil der ist ja heute auch ganz besonders wach und aktiv. Ich hätte noch was zum Einhacken. Siehst du? Und als sagst du, da, die gehen ja so Schritt für Schritt. Und wir wissen ja, dass deren Taktik kann schon mal Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern. Auch wenn der Teufel weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Aber man kann ja nicht alles so übers Knie brechen. Das braucht Taktik, das braucht Vorlauf, Vorbereitung und so weiter. Und jetzt haben wir auch gehört, dass der in der Ukraine, ja, da soll ja der Zweck dieser Unruhe da, dieses Krieges, ist ja die Orthodoxie zu zerstören. Aber das wird ja vielleicht nicht so auf einmal klappen und nicht so schnell und nicht, vielleicht nicht mit diesem Krieg oder nicht in diesen Jahren, sondern später. Aber was man schon machen kann, man kann ja schon mal wenigstens ein Teil vom, wie wir gehört haben, von dem, da waren ja sehr viele, die dann zu dem Moskauer Patriarchat hinaufgesehen haben. Wenn man das schon mal abtrennt, wenn man da schon ein Gebiet wieder rausnimmt, wenn man die Gemeinde zersplittet, dann sind die schon wieder schwächer, dann ist dann wieder ein Klötzchen weggenommen. Und ich kann nicht anders, als wieder aus dem Vatikan im 20. Jahrhundert zu zitieren, weil das war ja eine Taktik, die die Kirche in den USA stark gemacht hat. Zitat: Eine weitere Ursache für die große Stärke und das rasche Vordringen des Katholizismus in den USA liegt darin, dass sich die katholische Kirche im Gegensatz zu den anderen, damals, sage ich, 265 anerkannten Religionsgemeinschaften zu einem festen Block zusammenschlossen und alle ihre Kräfte auf ein Ziel ausgerichtet hat. Im weiteren Verlauf steht hier, da geht es um einen Herrn, der da eine besondere Rolle gespielt hat. Hecker bekämpfte damals unter den nationalen Gruppen der katholischen Einwanderer herrschende Tendenz, eine nationale Kirche zu gründen mit eigenem nationalen Klerus, der in der Heimatsprache predigte. Wenn sich diese Tendenz durchgesetzt hätte, wäre es zur Bildung einer Unzahl verschiedenartiger Kirchen gekommen und die katholische Kirche wäre ebenso wie die protestantischen Bekenntnisse in den USA eine verhältnismäßig unbedeutende religiöse Vereinigung geblieben. Also die haben es verhindert, dass da Trennung kommt, dass sich das da zersplittert. Die haben eine Masse vereinigt und versucht, das zentral, wie das auch bei einer Mafia ist, eine Pyramide, alles zusammen, alle hören auf dem einen, weil wenn sich das zersplittert, jeder sein eigenes Süppchen kocht, dann haben sie ja nie so eine Macht. Und wenn sie jetzt von der Ukraine, mit der Ukraine-Krieg nicht alles schaffen, nicht beim ersten Schritt, ja, ist wahrscheinlich nicht der erste Schritt, was sie jetzt unternehmen, aber bei diesem Schritt nicht zum Ziel kommen, dann haben sie wenigstens ein Klötzchen wieder weggenommen, das Ganze geschwächt. Das wäre mein Beitrag gewesen. Und ich habe noch eine ganz kurze Bitte an den Jörg. Das ist mein Schlussbeitrag. Jörg, kannst du noch mal bitte den Jesaja 14,
Vers 13, ne? Nochmal aus der King James nochmal bitte rausnehmen und nochmal bitte vorlesen. Weil ich denke, also mit diesen fünf, ja, diese fünf, die wir jetzt wirklich ständig jetzt hier sehen konnten, ja, das hat natürlich ganz klar einen biblischen Bezug. Und ich denke, es wäre super, wenn du das nochmal aus dem Englischen nochmal rausziehen könntest. Aber ich weiß nicht, wenn du es jetzt nicht gleich findest, kann der Marius ja vielleicht das Schlusswort schon sprechen. Nein, nein. Lass Marius sein Sprichwort, lass Marius sein Schlusswort mal bringen, wenn es soweit ist. Ich muss hier noch okay, kurz. Gut. Ich hab's ja schon. Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15. Aus der König James Bibel übersetzt: Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn des Morgens? Wie bist du zu Boden gefallen, der du die Nationen geschwächt hast? Denn du hast in deinem Herzen gesagt: Ich werde in den Himmel aufsteigen. Ich werde meinen Thron über die Sterne Gottes erheben. Ich werde auch auf dem Berg der Gemeinde sitzen, an den Seiten des Nordens. Ich werde über die Wolkenhöhen aufsteigen. Ich werde sein wie der Höchste. Und doch sollst du in die Hölle gebracht werden, an die Seiten der Grube. Gottes Antwort auf diese falsche Prophezeiung von Luzifer oder Satan in dieser Welt. Vielen Dank. Ja, Marius, dann, wie gesagt, ich halte mich heute kurz, weil mir hat es heute wirklich buchstäblich ein bisschen die Sprache verschlagen, weil das Skript an sich war schon, ja, ja, sehr, sehr erkenntnisreich, aber jetzt nochmal hier in der Lesung, das muss ich erstmal verdauen. Marius, bitte. So, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Ich habe etwas in die andere Richtung weisenden Bibelzitat, Ausschnitt. Wir enden ja immer mit dem Wort Gottes bei unserer Sendung. Und jetzt tobt hier noch der Antichrist, jetzt tobt hier noch der Herr der Lüfte. Und viele, die in dem Geiste sind, die benutzen auch das Wort Gottes, verdrehen es und zerhacken es, nehmen aus dem Kontext, benutzen es für sich, benutzen es falsch, für ihre Zwecke. Wir zitieren jetzt direkt aus dem Wort Gottes, und zwar 2. Petrus. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde auf die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und sehet die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Petrus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Maranatha.